Guten Abend, mein Name ist Loriana Schellebaum. Ich freue mich, Sie im Namen des Organisationskomitees zu diesem Podium Anders denken, Visionen für ein neues Wirtschaftssystem begrüßen zu können. Es ist großartig, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz Prüfungszeit, Winterstürmen und allfälligen Weihnachtsvorbereitungen. Es ist großartig und es zeigt, dass die Fragen, die dieses Podium hier aufwirft, relevant sind und dass sie interessieren. Auch uns haben sie interessiert, als wir uns vor etwa 4 Wochen zum ersten Mal getroffen haben. Aber uns haben nicht nur die Fragen interessiert, sondern auch Antworten, Lösungen, Visionen. Visionen, die umsetzbar sind. So ist die Idee zu diesem Podium entstanden. Es freut uns sehr, dass die namhaften Wissenschaftler, die hier heute Abend anwesend sind, auf Anhieb zugesagt haben, und auch der Moderator, Herr Daniel Binswanger. Ganz besonderer Dank geht an die Schweizerische Studienstiftung, die die Veranstaltung unterstützt. Ebenfalls danken möchten wir dem Studierendenrat der Universität Zürich, dem Stura, für die Mithilfe bei der Organisation. Wir möchten nun beginnen mit einem Eingangsstatement von Raphael Wüthrich, der sowohl bei unserem Organisationsteam wie auch bei der Occupy-Bewegung sich engagiert. Wir sind gespannt auf sein Referat und auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank und viel Vergnügen. Ich werde jetzt versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Ihr seid nicht wegen mir da, sondern wegen diesem Podiumsgespräch. Mein Name ist Raphael Wüthrich, ich bin Aktivist bei der Occupy Paradeplatz-Bewegung. Und ich freue mich, hier kurz, schnell ein bisschen etwas zu sagen zu können. Ich werde nicht groß über die Bewegung sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, was die Bewegung bis jetzt ausgelöst hat. Sie hat mehrere Sachen ausgelöst. Sie hat nämlich ausgelöst, dass so ein Podiumsgespräch überhaupt erst organisiert wurde und das fast ohne Beteiligung der Bewegung, aber natürlich mit großer Unterstützung und Sympathisanten. Ja, ist ja richtig. Auf jeden Fall, sie hat auch noch ganz andere Sachen ausgelöst, nämlich, und das ist mir am besten immer aufgefallen, die Leute, die haben sich gefragt, was will diese Bewegung eigentlich? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es an sich schon eine wichtige Frage ist. Und die Fragen, die stellen wir oftmals zu wenig, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist eine große Stärke der Bewegung, Fragen zu stellen und nicht Antworten einfach so hinzunehmen, die unbefriedigend sind. Ich glaube, und das macht die Bewegung meiner Meinung nach ganz gut, dass wir Fragen stellen müssen. Das sind Fragen wie, ist es sinnvoll, dass wir alle in Konkurrenz zueinander stehen, als Kinder in der Schule, als Erwachsene im Alltag und natürlich im Beruf? Ist es sinnvoll, dass unsere Gemeinden, unsere Kantone, ja die Länder, sogar die Kontinente miteinander in Konkurrenz stehen? Macht es Sinn für uns, Konsumenten, für die Gesellschaft, dass Samsung an Problemen herumdoktert, die Apple schon lange gelöst hat? Für wen genau macht das Sinn? Für uns? Für Patentanwälte? Ist es wirklich so, dass Konkurrenz den Erfindungsreichtum ankurbelt? Und welche Konkurrenz hatten denn die Gebrüder Wright, als sie das Flugzeug erfanden? Oder Tim Berners-Lee, als er das World Wide Web erfand? Ich frage mich, macht es Sinn, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das andauernd wachsen muss? 2–3% Minimum. Klingt nicht nach viel, aber sind wir uns bewusst, dass das innerhalb von 25 Jahren eine Verdoppelung aller Güter nach sich zieht und innerhalb von 100 Jahren eine Ver16-Fachung? Was wollen wir mit all diesen Produkten und Dienstleistungen? Wir haben doch schon jetzt zu viel, oder nicht? Und wie können wir erwarten, dass eine Wirtschaft so wächst, wenn unsere Erde nicht im gleichen Umfang mitwachsen kann, die Märkte darauf auch nicht? Der hochgelobte Wettbewerb. Sind wir uns bewusst, dass im Wettbewerb immer nur ein Gewinner gibt und ganz viele Verlierer? Macht es Sinn für uns als Gesellschaft, dass Unternehmen aufgrund des Kostendruckes immer mehr Menschen ablösen müssen durch Maschinen und eine ganze Branche nachziehen muss, weil sie sonst die Kosten nicht auf demselben Niveau hat, wie diese Firma, die damit angefangen hat? Macht das Sinn? Gibt das nicht viele Arbeitslose und immer mehr? Und wie sollen diese Arbeitslosen von einer Sozialleistung abgedeckt werden, die sowieso schon jetzt überfordert ist? Und wie sollen diese Leute die Produkte kaufen, die wir ja immer mehr produzieren? Ich frage mich, macht es Sinn, dass wir eine Geldschöpfung haben, bei der Geld nur als Schuld entstehen kann? Und wie sollen wir unsere Schulden als Staaten, als Unternehmen, als Privatpersonen abbauen können, wenn doch alles Geld am Ende doch wieder einer Bank geschuldet wird? Macht es Sinn, dass sich Staaten bei Privatbanken verschulden müssen, wenn sie doch das alleinige Recht auf Geldschöpfung haben? Und weshalb gibt es in unserer Verfassung keinen Artikel, der die Geldschöpfung von Privatbanken wirklich regelt? Ich glaube, man muss kein Experte sein, um diese Fragen stellen zu dürfen. Es sind ein paar Fragen, es gibt ganz andere, noch ganz wichtige Fragen, aber wir müssen diese Fragen stellen und wir müssen keine Experten sein. Weil es ist wichtig, davon bin ich überzeugt, dass wir anfangen, nicht mehr zu akzeptieren, was wir bisher einfach so akzeptiert haben. Das Resultat sehen wir nämlich tagtäglich in den Zeitungen und im Fernsehen. Und ich bin nicht einverstanden damit, dass man das sieht. Ich glaube aber, dass wir die Lösung, die Antworten auf diese Fragen nicht alleine als Bewegung finden können. Wir finden sie nur gemeinsam. Gemeinsam mit möglichst vielen verschiedenen Personen, mit möglichst vielen unterschiedlichen Berufen und Hintergründen und Erfahrungen. Und wir finden sie dank Experten, die kritisch hinterfragen, was bisher starr gedacht wurde. Deshalb meinen ganz herzlichen Dank an die Podiumsgäste und meinen ganz herzlichen Dank an alle, die hier heute Abend im Saal sind, in der Hoffnung oder vielleicht sogar im Wissen, dass ein anderes Wirtschaftssystem möglich ist und dass das Wirtschaftssystem, das wir heute haben, bestimmt nicht der Endausbau der Zivilisation ist. Kreditnehmer in eine Form der Schuldabhängigkeit oder die Schuldbarkeit zu führen. Dies also ganz kurz die Position, für die Herr Hörmann bekannt sind. Er wird sich sicher noch weiter dazu äußern. Dann gleich zu meiner Linken Herr Professor von Cranach. Er ist emeritierter Professor für Sozialpsychologie der Universität. Er hat sich im Laufe seiner ganzen Laufbahn immer wieder mit Fragen der Wirtschaftsethik, der Unternehmensführung, der verantwortlichen Unternehmensführung beschäftigt und ist im Vorstand des Schweizer Netzwerkes für sozial verantwortliche Wirtschaft. Ich glaube, auch Sie, Herr Professor Ulrich, sind an diesem Netzwerk beteiligt, insbesondere an einer Untergruppe, nämlich am Verein Kontrapunkt, wo es also auch um die Förderung von wirtschaftsethischer Forschung geht. Sie sind vor allem bekannt in der Schweiz als Gründungsdirektor, heute emeritierter Gründungsdirektor des Institutes für Wirtschaftsethik in der Schweizer Hochburg des Neoliberalismus, nämlich an der HSG St. Gallen. Und schließlich ganz rechts auf dem Podium Herr Professor Dirk Helbing. Herr Professor Helbing ist Professor für Soziologie, allerdings mit einem etwas ungewöhnlichen Curriculum. Sie haben promoviert und habilitiert in theoretischer Physik, sind also ein Quant, das heißt jemand, der darauf spezialisiert ist, mit sehr großen Datenmengen umzugehen, diese zu modellieren, auch computergestützt zu modellieren, zu interpretieren. Und Sie haben kürzlich sehr viel, es gibt ein ganzes Institut an der ETH Zürich, wo Leute mit ähnlichem Profil wie Sie diese Art von quantitativen Forschungen unternehmen, nicht dass How to Cope with Complexity in Complex Social Systems Institute. Und so heißt das Neudeutsch. Und sie haben kürzlich eine Studie publiziert, die viele Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich wo sie gezeigt haben, dass der Vernetzungsgrad großer internationaler Konzerne heute so hoch ist, dass eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Weltkonzernen über 50% des gesamten Weltkapitals kontrolliert oder jedenfalls vernetzt ist, mit verknüpft ist in das Auf und Ab eben dieser Listen und natürlich auch dieser Gewinn. Ja, das ist eine Studie von einem Kollegen. Ach, das war eine Studie von einem Kollegen. Genau, das war eine Schweizer. Okay. Also ich kann das nicht mehr haben. Das gut. Ja, also dann werde ich jetzt noch die Studie erwähnen, die tatsächlich Sie leiten werden. Und das ist das Future ICT-Projekt, nicht? Also ich darf das vielleicht hier auch einmal noch sagen. Herr Helbing, Sie verlassen der Großkapitalist oder der Wissenschaftler, die hier präsent sind. Es ist eine Studie, die ein Volumen von 1 Milliarde Euro Förderungsgelder haben wird. Ein riesiges Ding, wo es, wenn Sie was kommt, wo es darum geht, eben sehr auf dem Boden Systemrisiken zu ermitteln, natürlich eine große Kooperation vieler europäischer Universitäten. Ja, jetzt werde ich Ihnen einfach einmal das Wort geben. Vielleicht fangen wir gleich wieder links aus. Herr Hörmann. Zu welchem Hintergrund oder welcher Frage? Es gibt keine Frage. Ich kann Ihnen gerne eine stellen. Also, okay. Ich dachte, Sie sagen jetzt einfach mal, was Sie für wichtig halten. Nicht länger als 5 Minuten. Nicht länger als 5 Minuten, okay. Na, dann werde ich versuchen, zum Thema der Visionen etwas beizutragen. Wahrscheinlich haben sich die wenigsten Menschen, die jemals Wirtschaft studiert haben und die Wirtschaft nicht studiert haben, sowieso nicht, jemals die Frage gestellt, warum man überhaupt doppelt bucht. Also, was hat eigentlich eine doppelte Buchhaltung für einen Sinn? Was steht für eine Idee dahinter? Es sind Geldbeträge, es sind Zahlen und immer der gleiche Betrag, der auf der einen Seite sozusagen hereinkommt, geht auf der anderen wieder hinaus. Und das erzeugt irgendwie so ein komfortables Gefühl. Wir fühlen uns einfach so wahnsinnig wohl, wenn wir exakt sagen können, na klar, genau das, was da reinkommt, das muss auch wieder rausgehen, ist nicht mehr, ist nicht weniger. Ist immer genau gleich. Und ab dem Moment, wo man das verstanden hat, denkt man noch nicht mehr nach. Man braucht doch nicht mehr nachdenken, weil das ist die formale Regel. Man braucht die formale Regel genügt, ja. Dann ist es ja richtig. Wenn es auf links und rechts in den Bilanzen die gleichen Summen dastehen, dann ist es einmal richtig. Und richtig heißt ja formal richtig. Das heißt, ich habe bestimmte Regeln eingehalten. Das Typische daran ist, dass diese Regeln aber wieder nur formale Regeln sind. Wie es zu den Beträgen selber überhaupt kommt, zu den Zahlen, die wir da hineinschreiben, ui, wer will das schon wissen? Ne? Da gibt es natürlich ganz wenige, die sich da wirklich auskennen und ein bisschen in die Tiefe gehen und die machen dann auch ein ganz tolles Geschäft draus. Und wie das halt immer so ist, also das ist bei den Wunderleitern, ist das genauso wie bei den Quacksalbern und sonst so. Je geheimnisvoller die Methode, desto teurer kann sie verkauft werden. Ne? Weil geheimnisvoll bedeutet ja, dass immer nur sehr wenige Leute sich auskennen oder das zumindest glaubhaft machen können. Sie kennen sich aus und damit können sie ihre Honorare und ihre Preise anheben. Das ist ja wie das klassische Verknappungsmuster. Und das setzt ja geradezu voraus, dass das die Bevölkerung nicht wissen darf. Bitte stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten alle aus dem Bauch heraus jede Viertelstunde ein Unternehmen bewerten. Ja, einen Weltkonzern. Oder Derivate oder was auch immer. Das mache ich noch am Mittagessen. Wir sehen auch sofort, dass das ganze Modell nicht funktionieren kann. Also ich habe das schon als Student, habe ich das komisch gefunden, wie ich in der bürger- und handelsrechtlichen Lehrveranstaltung gesessen bin. Da stand so ein wichtiger Professor hinterm Pult und hat so die ganz banalen Dinge als Skriptum vorgelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, das Skriptum lesen kann ich selber auch. Aber dann, damals habe ich schon gewusst, dass Gesichtswäsche wichtig ist. Ne? Und ich dachte, mündliche Prüfung und so, erste Reihe. Das kriegt man ja schnell nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, jetzt müssten doch theoretisch die Studenten die Gutachten anstatt den Professor schreiben können, wenn es gut ausgebildet wäre. Ne? Nein, können sie nicht. Ja, verheimlicht der Professor den Studenten was? Möglicherweise. Ja. Ich habe also mit allen meinen Vorgesetzten, wie ich dann noch junger Assistent war, immer ein ganz, ganz tolles Verhältnis gehabt. Ein einziges Mal kam es zu einem echten Zerwürfnis, das war sehr lustig. Da hat ein Chef von mir auf seinem Schreibtisch ein Gutachten liegen gehabt. Da ging es also um Steuersparmodelle zwischen einem österreichischen und einem deutschen Unternehmen und was man alles so machen kann. Schiebt man Gewinne hin und her und gründet man und macht man Verträge. Und ich dachte, hey, da sind schöne Diagramme dabei, das ist nett, das kopieren wir für meine Lehrveranstaltung. Mein Chef war also total frustriert und sagte, Gott sei Dank, können Sie nicht von Unterlagen erscheinen. Ich habe das schon in der Lehrveranstaltung. Und dann, wie er wieder draußen war, haben wir das in Ruhe durchgelesen. Habe ich auch kapiert, warum man so böse war. Es stand auf jeder halben Seite, stand dann dort, das wäre eine Variante, aber das würde ein Folgegutachten ermöglichen. Und das wäre auch eine Variante, aber wieder ein Folgegutachten. Und aha. Also, es ist... Man braucht schon wirklich viel Humor, um im Mainstream-Wissenschaftler sein zu können. Also für die Wirtschaftswissenschaften nicht studiert haben, es geht ihnen schon viel an Unterhaltung. Setzen Sie sich mal mit Leuten, die das studiert haben, zusammen auf ein Gläschen Wein und lassen Sie sich so ein paar Spezialitäten erzählen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, was da abgeht. Man verkauft also immer so pseudowissenschaftliche Modelle und Theorien nicht um den höchsten Preis und weiß selber, dass das alles gar nichts bringt. Und dann gibt es die verschiedenen Bilanztheorien, für welchen Zweck und warum und wieso, wie man das alles bewerten kann. Und macht natürlich alles keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil es nach Popper nicht falsifizierbar ist. Also die Wertansätze, das ist nicht Umlaufvermögen, ist Dinge, die ich im nächsten Jahr verkaufen werde, sondern Dinge, die ich einfach verwende, bis ich sie nicht mehr verwenden kann. Dann kann ich sie sinnvollerweise gar nicht in Geld bewerten. Dass ich Anlagevermögen, etwas, das ich verwende und das nicht wieder verkaufe, mit Geld bewerte, ist einfach ein Unsinn. Das ist ein Unsinn, weil das wird nie wieder verkauft. Ich kann da reinschreiben, was ich will. Ja? Ich kann auch reinschreiben. Es hängt dann an der Ideologie. Ist es Marktpreis? Ja? Ist es die Anschaffungskosten? Kann der Marktpreis auch über den Anschaffungskosten liegen? Reine Ideologie. Oder anders gesagt, es ist es geht dann darum, wo es praktisch ist. Ob's praktisch ist. Und ein Marktwert, wie kommt der zustande? Naja, Sie müssen etwas nochmal verkauft haben. Und wie verkaufen Sie was? Da können Sie jemandem das Geld auch schenken. Ne? Sie schenken ihm das Geld und dann kauft er das und dann haben Sie einen Marktpreis. Ne? Also im Prinzip ist das, was heute gemacht wird, von der Buchhaltung aufwärts zur Finanzmathematik, zur Unternehmensbewertung bis hinein zu den Finanzprodukten, es ist reine Charlatanerie. Ja? Und da wird mit Methoden gearbeitet, wo eigentlich schon die Prämissen falsch sind. Sie sind falsch und werden trotzdem angewendet. Ja? Wir finden flächendeckend nirgendwo, wo wir damit arbeiten, und sie brauchen Normalverteilungen. Ne? Aber wir verwenden sie. Ne? Wir haben sie in den Formeln und jeder weiß, dass das in Wirklichkeit ein Quatsch ist. Trotzdem wird das so gemacht. Ne? Aber es hat natürlich schon auch immer in diesem Zusammenhang eine zweite Variante. Bin ich fertig? Na, den Satz. Da können Sie Ihren Zug einstellen. Ich habe oft den Kopf zerbrochen, warum wird dieser Schluss den jungen Menschen an der Universität beigebracht, wenn man weiß, dass die Methoden gar nicht haltbar sind. Wissen Sie, wenn Sie ein Kartenhaus bauen und Sie können darauf wetten, dass das innerhalb einer halben Stunde nicht zusammenfällt, wenn jemand vorbeigeht oder ein Luftzug entsteht, oder Sie wetten darauf, dass es innerhalb einer halben Stunde einstürzt, auch wenn Sie selber am Tisch anstoßen. Ja? Sie? Die nicht haltbaren Methoden werden in der Praxis angewandt, weil auf den Finanzmärkten genau gegen diese Produkte gewendet wird. Ja? Und so kommt es zu dieser Nonsensausbildung. Es ist so einfach. Danke. Daran, dass das stark gekoppelten System die Eigenschaften des Systems Personen bestimmt sind, nicht durch die Systemkomponenten selber. Jedenfalls nicht überwiegend. Das heißt, plötzlich werden ganz andere Dinge wichtig. Die Welt sieht noch genauso aus, wir haben Straßen, Häuser, Banken, alles und so weiter und so fort, aber die Interaktionsstärke verändert alles letzten Endes und ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, dass es vielleicht ein bisschen klarer wird. Wenn Autos einzeln fahren oder Vögel einzeln fliegen, dann ist das völlig anders, als wenn sie sozusagen im Schwarm sich verhalten oder wenn eben viele Autos interagieren und dadurch ein Verkehrsstau zustande kommt. Das kann also passieren, und da könnte ich Ihnen ein wunderbares Video zeigen, wo alle Fahrer zum Beispiel auf einer Kreisstrecke versuchen, die Geschwindigkeit konstant zu halten, auf jeden Fall nicht anzuhalten, um alles in der Welt. Und jeder strengt sich so stark an, wie er kann. Und trotzdem schlägt es fehl. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das System sich instabil verhalten kann. Das heißt, wir können eine Situation haben, wo alles sich nach besten Kräften bemühen und trotzdem geht es schief. Und die Frage ist, ob wir in einer solchen Welt leben, ob wir eine solche Welt geschaffen haben, wo letzten Endes diese starken Interaktionen die Welt bzw. unkontrollierbar machen. Unkontrollierbar für Politiker, unkontrollierbar für Wirtschaftsakteure, unkontrollierbar für jedermann. Und das wirft fundamentale Fragen auf. Das heißt, wann kann so etwas passieren? Und vor allem, wie können wir das verstehen? Wir können uns in diesem Zusammenhang eigentlich relativ wenig auf unsere Erfahrung verlassen. Die Welt verändert sich immer schneller. Das heißt, wir lernen gar nicht mehr so schnell dazu, wie sie sich ändert. Wir können uns leider auch nicht auf die Intuition verlassen, denn die komplexen Systeme, die wir geschaffen haben, zeigen oft kontraintuitive, paradoxe, überraschende Eigenschaften. Und insofern brauchen wir neue Instrumente, um die Systeme überhaupt zu verstehen. Also, systemische Instabilitäten, das ist im Grunde genommen das Thema, was mich bewegt. Und Staus sind nur ein anderes Beispiel. Die Love-Parade-Katastrophe in Duisburg ist ein anderes Beispiel, wo letzten Endes die Katastrophe außer Kontrolle geraten ist. Und es sind Menschen gestorben. Und genauso könnte der Zusammenbruch der Finanzmärkte auch eine solche Instabilität als Auslöser haben. Und nun ist die Frage, was weiß man in der Wissenschaft eigentlich darüber, was die Faktoren sind, die systemische Instabilitäten hervorrufen können. Und das sind zu starke Vernetzungen, globale Interaktion, starke Interaktion, eindimensionaler Wettbewerb, wo es wie vorher schon ausgeführt wurde, eben immer Gewinner und Verlierer gibt und letzten Endes eben auch eine Durcheinanderwürfelung von Zeitskalen, das ist schwierig zu verstehen. Und dann ist dann die Frage, was ziehen wir für Schlussfolgerungen daraus? Also die Globalisierung, die können wir nicht umkehren, glaube ich. Das ist auch nicht unbedingt das Ziel hier. Ich denke, sie hat auch viele positive Dinge mit sich gebracht, weil wir eben auch Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht beabsichtigt haben. Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie kann man also dieses System stabilisieren. Und da fallen unter anderem zwei Dinge ins Gewicht, die ich hier ansprechen müsste, noch viel mehr. Und zwar neue Incentive-Systeme, mehrdimensionale Incentive-Systeme und Reputationssysteme und Systeme letzten Endes, die es erlauben, dass ethische Werte auch eine Chance haben. Ich meine, im wirtschaftlichen Wettbewerb ist es so, wer sich sozusagen in seinem Handlungsspektrum einschränkt, der hat gegenüber seinen Konkurrenten einen Nachteil. Deswegen hat Ethik immer eine schlechte Chance in der Wirtschaft. Ich will nicht sagen, dass Leute irgendwie in irgendeiner Art und Weise unethisch zu handeln versuchen, aber es gibt immer diesen Wettbewerb, ein bisschen trickreicher zu sein als andere, und das kann letzten Endes zu der bekannten Tragödie der Allgemeinbücher führen, und die kann eben 20.000 Milliarden $ kosten, so wie das eben im Moment bei der Finanzkrise der Fall ist. Darum müssen wir nachdenken. Incentives ist ein gutes Stichwort für Herrn von Cranach. Gut. Ich habe in der Einladung gelesen, dass man seine Vision in der Zukunft entwickeln sollte. Gerne. Gut. Ich habe eigentlich in meinen Vorschlägen keine Visionen zu präsentieren. Ich habe gefunden, dass es unter den drängenden Problemen, die man lösen muss, weil sie für die Zukunft Gefahren in sich bergen, dass ich da zwei herausgreife und darauf eingehe. Ich will mittelfristig mit einem mittelfristigen Problem beschäftigen, nämlich Reform der Finanzwirtschaft, und langfristig der Vorbereitung unserer Gesellschaft auf etwas, was meiner Ansicht nach unweigerlich kommen wird, nämlich eine Art Rückschritt in der materiellen Entwicklung und der materiellen Recht, auf die wir in keiner Weise kommen. Zum ersten. Und als dritten Punkt werde ich dann ein bisschen auf die Probleme hinweisen, die mit der Realisierung von solchen Vorstellungen verbunden sind. Das erste, nicht? Ganz kurz. Wir brauchen mittelfristig eine Reform des Geldwesens und der Finanzwirtschaft. Aus einer Vielzahl von Gründen, von denen ich einmal 4 aufzähle. Das eine ist das auf dem Zinseszinsprinzip beruhende Geldsystem, das zu einer zunehmenden Konzentration des Reichtums bei sehr geringen Teilen der Bevölkerung führt. Die Hälfte des Schweizer Volksvermögens liegt bei 1% der Bevölkerung. Innerhalb des 1%, aber haben wir noch einen ganz steilen Gradient. Das heißt, es sind dann eine Handvoll Leute, die wahrscheinlich die ungefähr ein Viertel des Volksvermögens kontrollieren. Das führt zu zunehmend breiter Verschuldung, weil jedem Reichtum eben auch die entsprechenden Schulden gegenüberstehen, auch der Staaten, die privat verschuldet sind. Nicht? Es führt zur Unterminierung der Währungen, eine Buchgeldschwemme, und das Buchgeld beträgt ein Mehrfaches des Bruttosozialprodukts, also ist die Währung nicht mehr durch materielle erarbeiteten Reichtum unterlegt. Es führt zu einem zunehmenden Anlagedruck, der die letzte Finanzkrise ausgelöst hat, und es gefährdet letzten Endes die demokratischen Ordnung, weil in einem so ungleich verteilten Reichtum entwickelt sich das System zu einer Plutokratie, zur Herrschaft der Reichen und weg von der Demokratie, was wir meiner Meinung nach in den USA schon recht gut beobachten. Was kann man dagegen tun? Steuerliche Maßnahmen natürlich und Veränderung des Zinssystems. Ich komme ganz zum Schluss noch darauf zu sprechen, ob das alles möglich ist. Zweitens, die zunehmende Geldschöpfung der Banken, das wurde schon erwähnt, durch Kredite, nicht wahr? Das führt zum Kontrollverlust der Zentralbanken und eben erhöht die Buchgeldstellen. Die Zentralbanken heutzutage kontrollieren noch 15 bis 25% der tatsächlichen Geldmenge, der Rest wird von den Banken geschöpft. Und was kann man dagegen tun? Es gibt die Vorstellung von einer Monetative und der Einschaffung von Vollgeld, das heißt von Geld, was voll durch Geld der Zentralbank oder real eingebrachtes Geld ist. Darüber kann man sich orientieren. Es gibt ja diesen Verein Momo, der das verfolgt. Drittens, nicht? Weltweite Finanztransaktionen in Echtzeit. Das führt zu einem geradezu gigantischen Handelsvolumen an den Börsen. Und das ist überwiegend spekulativ begründet, und das sind nicht etwa Anleger, wie man immer so schön sagt, die das Geld anlegen. Das sind Spekulanten, die in Sekundenschnelle hier und dort und dort und dort eingreifen. Nicht wahr? Um es zu illustrieren, 2007, bevor die Finanzkrise ausbrach, betrug das Volumen der Finanztransaktionen 73,5 Mal so viel wie das Weltbruttoprodukt. Gut. Dann, viertens, anstatt dass die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft dient, die ja selbst keine realen Werte produziert. Die Finanzwirtschaft hat sie sich völlig davon abgelöst und gefährdet. Gegenmaßnahme, man kann die Finanzwirtschaft als Service public gestalten. Und dazu sind Einzelheiten ja unsichtbar. Zweiter Punkt, aus zwei oder mehreren Ursachen, nämlich dem wirtschaftlichen Aufstieg der Schwellenländer und der Entwicklungsländer einerseits und zweitens aufgrund der ökologischen Grenzen des Wachstums ist es unhaltbar auf die Dauer, dass wir einen solchen Lebensstandard, materiellen Lebensstandard haben, wie wir ihn zurzeit haben. Die westlichen Gesellschaften und auch die Schweiz werden langfristig damit rechnen müssen, dass dieser Lebensstandard zurückgeht. Auch darauf sind wir sozial in keiner Weise vorbereitet. Das ist unter anderem auch ein ethisches Problem. Nicht? Wir müssen vermeiden, dass die Gesellschaften sich dann in Verteilungskämpfen aufreiben. Und ich glaube, dass es langfristig nötig ist, dass man die Gesellschaften darauf vorbereitet. Man muss darüber nachdenken, wie man Wirtschaftssysteme ohne Wachstumszwang entwickelt, das wurde schon gesagt. Man muss lernen, auf einem geringeren materiellen Wohlstandsniveau gut zu leben. Und das setzt voraus Änderung von Wertvorstellungen und Entwicklung von anderen Moralvorstellungen. Auch internationale Solidarität. Grundlage aller möglichen Maßnahmen sind sicher geistige und kulturelle Veränderungen. Gut, ich komme zu meinem dritten Punkt. Der betrifft die Aussichten, die wir haben, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass alle möglichen Reformvorhaben, auch wenn sie sehr klein und kurzfristig sind, den Charakter von Utopien besitzen. Nicht? Das Zweite, Utopien sind nichts Schlimmes, sondern Utopien sind die Grundlage aller sozialen Veränderungen. Es gibt keine soziale Veränderung, die nicht einmal utopisch war und von einer Minorität oder von Einzelpersonen weitergetragen wurde, bis sie sich durchgesetzt haben. Sie können an die Reformation denken, Sie können an die Aufklärung denken, Sie können an die Entwicklung demokratischer Gesellschaften denken oder Sie können an das Ende der sowjetischen Diktatur denken oder jetzt an die den arabischen Frühling denken. Das geht alles auf solche Entwicklungen zurück. Nicht alle Utopien werden realisiert, sondern nur ein ganz kleiner Bruchteil. Was führt zur erfolgreichen Realisierung einer Utopie? Erstens einmal, dass die Minderheit konsistent und langfristig ihren Standpunkt vertritt. Konsistent ist dann schwierig, wenn man eine Vielzahl von kleinen Gruppen hat, die verschiedene Ideen haben. So wie wir es wahrscheinlich hier am Podium haben. Langfristig heißt, man muss einen Atem haben. Der nächste Punkt ist, man muss es flexibel tun. Es kann nicht flexibel heißen, man muss alle möglichen Ideen, die noch dazukommen und Einwände, muss man aufnehmen können und behandeln können. Und das Dritte ist, unterschwellig muss in der Gesellschaft schon eine Bereitschaft für diese Ideen vorhanden sein. Diese Sachen sind einigermaßen bekannt und erfolgreich. Ein weiterer Punkt, geplante Veränderungen in einem sozialen System haben immer ungeplante und oft schädliche Nebenwirkungen. Das hängt mit einem häufigen Handlungsfehler menschlichen Handelns zusammen, dass wir nämlich die möglichen Nebenwirkungen meistens nicht sehen. Wir achten auf unser Ziel und was das sonst noch auslöst, das beachten wir nicht. Das ist nicht identisch mit dem, Herr Helbing vorhin gesagt hat, mit diesen systemischen weiteren Prozessen. Das ist zunächst einmal nur ein Handlungsfehler. Aber es ist ein Handlungsfehler, der umso wahrscheinlicher wird, je komplexer das System ist, mit dem wir etwas zu tun haben. Und was das System dann selbst noch an Philosophien zu arbeiten. Aber vorläufig sind wir noch weit davon entfernt, auf unsere eigenen Handlungsfehler und auf die Nebenwirkung unserer Handlung zu stoßen. Das durcheinander geraten ist. Wir haben heute eine Sachzwangdominanz der wirtschaftlichen Logik, Wettbewerbslogik, globaler Standortwettbewerb, über die Gesellschaft. Was Mittel wäre, sinnvollerweise, nämlich das Wirtschaften, Mittel zum guten Leben und fairen Zusammenleben der Menschen, ist mehr oder weniger zum dominanten Zweck geworden. Und die Gesellschaft muss sich anpassen. Und da würde ich erstmal sagen, ja Moment, eine Volkswirtschaft, die ihren Namen verdient, die sollte für das ganze Volk die nötigen Lebensmittel im weitesten Sinn produzieren. Und nicht umgekehrt. Warum ist das so? Ich behaupte, die meisten, die sich öffentlich äußern und die Fachökonomen sowieso, ich bin auch einer von Hause aus, vermögen nicht mehr zwischen Wirtschaft und Gesellschaft systematisch zu unterscheiden. Wir sind jetzt 30 Jahre lang damit indoktriniert worden, dass das Marktprinzip das beste und hinreichende Koordinationsprinzip für die ganze Gesellschaft sei. Motto, mehr Freiheit, natürlich Wirtschaftsfreiheit gemeint, weniger Staat, die deregulierten Finanzmärkte lassen grüßen. Das Ergebnis sind die wuchernden Sachzwänge einer als frei bezeichneten, aber tendenziell totalen bis totalitären Marktgesellschaft, nicht nur Marktwirtschaft, Marktgesellschaft. Und im Namen dieses Systems ist eines der Wörter, das heute dieses Jahr zum Unwort des Jahres hätte werden können, ist alternativlos. Hört sich täglich. Was ist der Gegenentwurf? Zuerst mal ganz logisch und einfach. Es ist die Umkehr der Rangordnung der Dinge. Eine zivilisierte Ordnung wiederherstellen. Mein Motto und Gegenentwurf wäre also eine im buchstäblichen Sinn zivilisierte Marktwirtschaft. Es gibt auch ein angenehm dünnes und preiswertes Büchlein. Eine zivilisierte Marktwirtschaft heißt eine Marktwirtschaft, die eingebunden ist in die Prinzipien einer wohlgeordneten Gesellschaft, freier, gleichberechtigter und einigermaßen solidarischer Bürgerinnen und Bürger. Marktwirtschaft, richtig verstanden, ist ein bürgerlicher Rechts- und Solidarzusammenhang, nicht die Dominanz freier Märkte. Wie kommen wir in diese Richtung? Angesprochen worden ist interessanterweise von Herrn Hörmann, aber das individualethische und kulturelle Moment. Herr von Cranach hat es auch angesprochen. Das ist richtig. Natürlich brauchen wir wieder einen Vorrang des Bürgersinns vor dem Geschäftssinn. Das ist ganz grundlegend. Ohne den Willen lässt sich politisch in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nichts bewegen. Aber das genügt eben nicht. Es gibt eine institutionenethische und rechtsstaatliche dominante Problematik. Wir müssen eben den Vorrang der allgemeinen Bürgerrechte für alle vor den Eigentumsrechten für die Besitzenden wiederherstellen. Das ist Civil Society, eine voll entfaltete Bürgergesellschaft. Man könnte auch sagen, Bürgerliberalismus statt nur Wirtschaftsliberalismus. Es geht um den Primat der gleichen, größtmöglichen realen Freiheit aller vor dem freien Markt, der nur Mittel und insofern eben ein eingebundener, ein gebändigter Markt sein will. So. Nun, damit alle real frei sind, braucht es in einer Volkswirtschaft, in der die Koordination und die Selbstbehauptung wesentlich über Kaufkraft geschieht, eben auch materielle Voraussetzungen. Und ich möchte natürlich nur sehr kurz und exemplarisch drei kapitale Fragen einer zivilisierten Marktwirtschaft ansprechen. Das erste ist wirklich das, was den Kapitalismus ausmacht. Es wird immer nur von Marktwirtschaft gesprochen. Die Marktwirtschaft ist nicht unser Kernproblem. Das Kernproblem ist unsere Eigentumsordnung. Das ist eben ein Stück Gesellschaftsordnung. Wenn nämlich das besitzbürgerliche Credo richtig sein sollte und es lautet, Eigentum macht frei, dann gilt das entweder für alle oder für niemanden, sonst ist es ja bloßer Zynismus. Und realpolitisch ist es klüger, man holt die andere Seite dort ab, wo sie steht. Also sagen wir doch mal, ja, ja, ihr habt völlig recht, Eigentum ist kostbar als Basis realer Freiheit. Also sollten wir doch das allen möglich oder zugänglich machen. Und dann stehen wir natürlich sofort am Punkt, dass wir heute eigentlich neofeudale Verhältnisse haben, und das heißt ja weniger die Leistung als die Herkunft, die Familie, in die sie geboren sind, entscheidet über die Vermögensverteilung und damit doch auch ein Stück weit über ihre Lebenschancen. Dagegen könnte man die Idee eines Bürgerkapitals stellen, in Form einer Sozialerbschaft für alle. Also der Kapitalstock, den unsere Vorfahren kollektiv arbeitsteilig aufgebaut haben, der soll in jeder Generation ein Stück weit, ein demokratisch zu bestimmendes Stück weit, wieder auf alle verteilt werden, als Startbasis für ein in jedem Sinne freies, anständiges, menschenwürdiges, chancenreiches Leben für alle. Ich würde sagen, wenn schon Kapitalismus, dann bitte gleich richtig, also eine Art Volkskapitalismus. Mein zweiter Ansatzpunkt wäre, das Geldsystem und die Finanzmarktverfassung dringender Regulierungsbedarf, zentraler Regulierungsbedarf. Ich will das nicht mehr ansprechen, aber aus Zeitgründen, Herr von Cranach hat dazu schon einiges gesagt, Stichwort die inflationäre Buchgeldschaffung muss eingedämmt werden. Das Geldmonopol der Nationalbank, das schon in der Verfassung steht, muss endlich hergestellt werden. Wir brauchen eine Vollgeldreform. Dritter kleiner Impuls, Einkommensverteilung. Warum brauchen wir denn so dringend dieses Wirtschaftswachstum, dieses ständige Mehr und selten? Weil wir tatsächlich da einen Systemfehler haben. Die Verteilung des Einkommens, des Sozialprodukts, ist in einem zu großen Maß an die Verteilung der immer knapperen, wenigstens knappen, guten Arbeitsplätze geknüpft. Das war richtig für eine frühindustrielle Gesellschaft, aber in einer hochproduktiven Volkswirtschaft, die im Prinzip zu viel und nicht zu wenig produziert, wird es zum eigentlichen Stolperstein. Unsere Nachkommen werden irgendwann mal sagen, die waren Idioten am Anfang des 21. Jahrhunderts. Da hatten die doch erstmals die Chance, sich aus dieser sklavenähnlichen Existenzform arbeiten, nicht um zu leben, sondern leben um zu arbeiten, sich davon zu befreien. Und was haben die gemacht damals? Die haben wie die Wahnsinnigen für das Festhalten an einem vollbeschäftigten Arbeitsleben gekämpft. Und ich bin ja nicht radikal, wie Herr Hörmann, ich bin ganz radikal. Ich schlage Ihnen ein System auf drei Einkommensbeinen vor. Eine erste Tranche des Sozialprodukts könnte als Sockeleinkommen, als Grundeinkommen an alle in gleicher Höhe verteilt werden, als eine Art materielle Grundausstattung, ohne Bedürftigkeitsprüfung, so wie heute mehr oder weniger nicht ganz eine Minimal-AHV für die Senioren, schon so ein Ansatz gibt. Ein solches Bürgereinkommen, Bürgergeld, braucht nicht unbezahlbar zu sein. Wenn Sie die heutige Sozialleistungsquote am Bruttoinlandprodukt nehmen, ist das grosso modo ein bisschen mehr als 25%. Wenn Sie das als Grundeinkommen auf alle Bürger, alle Wirtschaftsbürger, die Details kann ich jetzt nicht erläutern, verteilen, kommen Sie auf 1500 Franken im Monat bereits. Das ist also gar nicht so utopisch. Es ist möglich, es ist eine Frage des politischen Willens. Erste Tranche war die zweite Einkommenstranche, würde wie bisher das Erwerbseinkommen aus selbstständiger oder unselbstständiger Arbeit sein. Und die dritte Tranche, die idealerweise hinzukäme, als weiterer Beitrag zur Verringerung unserer Abhängigkeit vom Glück oder Pech auf dem Arbeitsmarkt, wäre Kapitaleinkommen aller Bürger, und damit schließt sich ja dieser Kreis zur Idee eines Bürgerkapitals für alle. Fazit in einem Satz: Marktwirtschaft ist gut, wenn sie zivilisiert wird, und der Kapitalismus ist akzeptabel, wenn er als Volkskapitalismus verallgemeinert wird. Danke. Gewissermaßen die Selbststeuerung des Wirtschaftssystems über den Motor der Gewinnmaximierung und des befolgten eigenen Interesses nicht funktionieren kann. Das haben wir alle sehr dramatisch gesehen. Und dass es einen strukturierenden, weiten Rahmen geben muss, ob das nun eben ethisch motivierte Incentives sind, ob das ein Volkskapitalismus in einer Bürgergesellschaft ist, ob das nun eine kulturelle, gewissermaßen ein kultureller Paradigmenwechsel ist oder eben überhaupt einfach in einer utopistischen Perspektive gewissermaßen wieder eine Politik versucht zu machen dessen, was man will, was ja auch mit zivilgesellschaftlichem Widerstand und einer Einrahmung der Marktwirtschaft zu tun hat. Und dann haben wir natürlich die ganzen technischen Vorschläge. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich bin sehr erstaunt, dass wir nicht einmal eine leiseste Spur eines keynesianischen Gedankens hier auf dem Boden vorfinden können. Das würde ich schon vertreten. Das war mir nicht so aufgefallen. Stattdessen setzen wir also an bei den Geldsystemen, eine Radikalkritik der heutigen Geldsysteme von Herrn Hörmann und zwei Vertreter der Vollgeldinitiative. Vielleicht können wir einfach einmal in die Debatte einstellen. Ich nehme an, Sie haben noch gegenseitig Einwände zueinander. Da würde ich Herrn Helbing einmal fragen, was haben Sie denn davon? Lösen wir damit wirklich ein Problem, wenn wir einfach alles Geld, das zirkuliert auf der Welt, zum Notenbankgeld machen? Naja, zunächst einmal denke ich, dass die Wirtschaft ein komplexes System ist und dass es deswegen auch eine begrenzte Eingriffsmöglichkeit gibt. Das sieht man eben auch, selbst die Nationalbanken und Zentralbanken haben nur eine begrenzte Anzahl von Mitteln und manchmal auch die ausreichen tatsächlich, um die Situation zu stabilisieren. Also insgesamt glaube ich schon, dass Regulierung an Grenzen stößt. Da kann man so viele Daten erheben, wie man möchte. Irgendwann ist es dann auch zu viel Daten, um Übersicht zu bekommen. Sondern letzten Endes ist es so, dass im komplexen System der Systemzustand resultiert aus den Interaktionen im System. Das heißt, die Interaktionen, wenn sie falsch gewählt sind, produzieren Probleme. Wenn sie richtig gewählt sind, dann sind wir mit dem Ergebnis der Selbstorganisation im System auch nicht zufrieden. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Fragestellung, wie kommt es denn zu diesen Problemen, die wir haben? Ja? Und wie müssen wir die Mechanismen ändern? Also wir haben Eigentumsverhältnisse und so weiter, Besitzverhältnisse angesprochen. Wie könnte man das ändern, dass das System von sich aus sich in einen Zustand bewegt, der also... ja, ich glaube, dass es eben nur zum Teil möglich ist, indem man Mauern baut und tatsächlich detaillierte Vorgaben macht. Ich glaube, man muss die Spielregeln viel mehr festlegen. Und dann sozusagen die Gesellschaft sich selber überlassen in der Ausgestaltung dieser Spielregeln. Aber diese Spielregeln müssen eben gefunden werden. Also zunächst einmal ist die Frage, wieso hat es überhaupt die Gesellschaft so schwer, dass ethische Gesichtspunkte überleben können. Und da ist es eben so, dass man in der Ökonomie die Vorstellung hat, dass wir alle in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Das ist ja bis zum gewissen Grade auch so. Und das führt letzten Endes dann kombiniert mit der Evolutionstheorie zu einer Selektion, und es bleibt letzten Endes der egoistische Optimierer übrig. Die anderen sozusagen werden aus dem Spiel geworfen. Und das führt dann zu dieser Theorie des Summa Economicus, und das ist ja letzten Endes die Idee, die die wirtschaftliche Überlegungen leitet. Und da folgt eine ganze Reihe von Sachen daraus, zum Beispiel, dass Märkte effizient sind, dass es keine Blasen und Crashes geben sollte an Finanzmärkten. Und viele andere Dinge, zum Beispiel, dass Adam Smiths unsichtbare Hand die Märkte sozusagen auf magische Art und Weise von selber reguliert, und wenn alle nur egoistisch ihre eigenen Ziele verfolgen, dann wäre das für das Gesamtsystem am besten und so weiter, und daraus folgt wiederum, dass es am besten ist, freie globale Märkte zu haben und so weiter und so fort. Aber das beruht natürlich auf einer ganzen Reihe von Annahmen und Idealisierung und Näherung. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn diese Annahmen, Idealisierung und Näherung nicht richtig sind? Was hat das eigentlich für Implikationen für die Politik? Und ich beschäftige mich eben unter anderem mit Modellen, die sich anschauen, was passiert, wenn Menschen unter bestimmten Voraussetzungen miteinander interagieren. Und dann stellt sich eben heraus, dass kleine Änderungen in Annahmen ganz gravierende Auswirkungen haben können. So ist es zum Beispiel so, dass wiederholte Interaktionen und lokale, regionale Interaktionen gut sind für die Entstehung von Kooperation, von Vertrauen und von vielen anderen Dingen, die wir als soziales Kapital bezeichnen. Und dieses soziale Kapital wiederum ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung dafür, dass man auch ökonomische Wertschöpfung erfolgreich durchführen kann. Das heißt, wenn dieses soziale Kapital beschädigt wird, dann beschädigen wir letzten Endes auch unsere Wertschöpfungskapazität. Und es ist nun allerdings so, dass dieses soziale Kapital, also Vertrauen, Kooperationsbereitschaft, öffentliche Sicherheit und viele andere Dinge, dass das nur ganz ganz schwer zu quantifizieren ist und dass es aber auch leicht beschädigt werden kann. So wie wir unsere Umwelt schädigen können zum Beispiel. Und dann ist die Frage, okay, wie können wir das eigentlich ändern? Wir haben unsere Umwelt schützen gelernt, wie wir gelernt haben, wie viel die Umwelt uns wert ist. Nun verteidigen wir hier unsere Umwelt gegen Schädigung. Können wir das Gleiche machen mit dem sozialen Kapital? Und ich glaube, ja, wir müssen es messen lernen. Dann werden wir lernen, wie viel es wert ist. Und dann werden wir besser darauf achten. Das ist alles. Das ist eine Problematik. Vertrauen, soziales Networking, das ist letzten Endes das soziale Kapital. Wir haben jetzt eine ganz Reihe von interessanten Fragen formuliert, aber ich will jetzt mal ein bisschen simpel und konkret werden. Das heißt, auf einige dieser Fragen haben wir auch Antworten bekommen. Also beispielsweise, ich meine, ich will jetzt nicht dazu zwingen, zum Folge auf Position zu nehmen, aber Sie haben doch sicher ein paar Ideen. Was müssen wir jetzt mit unserem Finanzsystem machen? Sind Sie so radikal wie die anderen Teilnehmer hier auf dem Podium? Oder die Kollegin, die jetzt so nett sagt, wir müssen unbedingt wieder ein Kleinbankensystem einführen, das wissen wir schon, da müssen wir über Komplexität gar nicht mehr forschen. Also über Komplexität, da kann man ja endlos forschen. Aber irgendwo werden wir auch nicht abhalten. Ja, da können Sie mich nach meiner privaten und meinen Fragen und dann nicht tatsächlich der Meinung, aus Sicht eines Physikers ist das folgende System schon etwas Sympathisches, ja. Da kann man viel besser die Übersicht behalten, also die Bilanzen, die Planung und so weiter und so fort. Ich denke auch persönlich, dass eine Trennung von Business Investment Banking Sinn macht, aus verschiedenen Gründen, auch aus Perspektive der Komplexitätstheorie, um eben letzten Endes Systemteile zu entkoppeln. Denn die Probleme, in denen wir stecken, sind ja unter anderem durch diese Kaskadeneffekte entstanden, die wir nicht stoppen konnten. Und Entkopplung, so wie wir das eben in jedem Haushalt machen mit einem Sicherungskasten, das ist ganz entscheidend eigentlich dafür, um eben systemische Krisen zu vermeiden. Da fragt man sich, warum haben wir nicht dieses Sicherungssystem eigentlich in unserem Finanzsystem eingebaut? Und ich glaube, das liegt eben daran, dass die Theorie eben prognostiziert, dass es eigentlich Bubbles und Crashes gar nicht geben dürfte. Dementsprechend macht es Sinn, dass man eigentlich keine Kontingenzpläne haben muss für eine solche Krise. Und deswegen wird man eben überrascht vom Lauf der Dinge, obwohl es alles eine Krise inhaltlich Logik hat. Ja. Ich würde das viel konkreter machen. Nicht einer der unbestreitbaren Sachverhalte ist, dass es zu viel Buchgeld gibt. Dieses Buchgeld führt im Rahmen eines kapitalistischen Systems zu einem ungeheuren Anlagekorb. Das muss irgendwo investiert werden, damit es wieder Zinsen bringt oder sich vermehrt. Und dieser Anlagedruck produziert Blasen und Wirtschaftskrisen. Es ist ja nicht so, dass die letzte Wirtschaftskrise, die 2007 anfing, nicht vorausgesagt wurde. Selbst ich als Laie wusste, dass am amerikanischen Immobilienmarkt was faul ist und dass das so nicht weitergehen kann. Im Spanischen habe ich es übrigens mit eigenen Augen gesehen, nicht? Das Vollgeld ist eine der Methoden, die diesen Überfluss an Buchgeld reduziert. Ich glaube nicht, dass das ganz genügt, weil diese Reichtumskonzentration an wenigen Orten eine Bedrohung ist für das System, der man auch irgendwie beikommt. Aber das sind konkrete Sachen. Was ich nicht behaupte, und da würde ich dann Herrn recht geben, ist, dass damit ein für alle Mal und in allen Zeiten die Probleme gelöst sind. Es ist ja ein Prinzip in der Kulturentwicklung, dass sehr erfolgreiche Entwicklungen sich selbst ad absurdum führen und sich selbst zu Ende bringen. Der Witz ist der, dass das kapitalistische System eben lange Zeit ein sehr erfolgreiches System war. Nicht ohne Opfer, nicht ohne Grausamkeiten, aber insgesamt erfolgreich. Wir alle haben eine größere Lebenserwartung, und zwar um 20 Jahre oder noch mehr, als zwingen, sich zu überlegen, ob sie sich einen Kühlschrank und eine Waschmaschine kaufen können. Und so weiter und so fort. Wir sind aber an einem Punkt angelangt, wo es offensichtlich nicht mehr geht. Und da würde ich konkret, relativ konkret, an einem bestimmten Punkt ansetzen. Denn wir werden überhaupt nichts erreichen, wenn wir nicht irgendwo konkret werden, und zwar schnell. Wenn wir noch Gerüchte sind zu applaudieren, oder möchten Sie? Nein, ganz darübergehend nicht. Also mit einigen Dingen stimme ich voll inhaltlich überein, bei anderen sehe ich Dinge etwas anders. Muss ja auch so sein, wir haben unterschiedliche fachliche Schwerpunkte und unterschiedliche Biografien. Ich glaube, es stimmt, dass das Geldsystem ein Teilproblem ist, gar keine Frage. Wir brauchen ein demokratisches Geldsystem, wo im Auftrag der Gesellschaft Geld für ganz bestimmte Zwecke erzeugt wird, und zwar nicht als verzinste Schuld. Erste Aufgabe. Dieses Geld, wenn es elektronisch ist, kann mit Schlüssel und Schloss technisch so abgesichert werden, dass man es nur für bestimmte Verträge ausgeben kann. Alles machbar. Ne? Und darüber wird demokratisch entschieden. Im nächsten Schritt gilt es, die Eigentumsverhältnisse neu zu regeln, und zwar so, dass Knappheit vermieden wird. Wir brauchen nicht Gewinne maximieren von rechtlichen Phantomen. Die Kapitalgesellschaft als Person ist ein völliger Unsinn. Das ist Missbrauch. Ja? Ein Missbrauch einer Verfassungsregel aus der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da kommt dieses Modell her. Die Corporation hat rechtlich gesehen keinen Existenzgrund. Ja? Dass man so einer Rechtsfigur die gleichen Rechte wie Personen einräumt, ist ein Aberwitz und ist, wie gesagt, auf einen Rechtsmissbrauch historisch zurückzuführen. Weiß man ja. Nicht? Wir leben heute in einem System, das regiert wird von Schuldrecht und Sachenrecht wie im alten Rom, aber nicht vom Menschenrecht. Nicht? Menschenrecht wäre zum Beispiel ein Menschenrecht auf ausgeglichenen Wohlstand plus ökologischen Fortschritt. Wenn wir das zum Ziel erheben und zur Maxime, ergeben sich für die Eigentumsverhältnisse plus im Geldsystem automatisch die Vorgaben. Im Prinzip ist das ganz einfach. Komplexität ist ja zum Teil künstlich gemacht. Nicht aus den gleichen Gründen, die ich schon eingangs so witzig beschrieben habe, weil mit komplizierten Dingen, wo sich halt nur wenige auskennen, kann man am besten Geld verdienen. Ein Stau, ein endogener Stau von Fahrzeugen, die in einer Schleife fahren und nur durch unterschiedliche Beschleunigungs- und Bremsgeschwindigkeiten einen Stau entstehen lassen, der kann ja nur entstehen, weil das System so begrenzt ist, dass sie immer nur in eine gleiche Richtung fahren. Würde ich das System nämlich zweidimensional machen oder wirklich dreidimensional, dann sind sie automatisch alle nicht im Weg. Ne? Es ist so einfach, ich gehe in eine höhere Dimension, brauche kein kompliziertes System. Ich habe auch sehr lange in Linz mit meinen Studenten mit so lustigen Agentenprogrammiersystemen herumgespielt, und wir wollten auch Geldsysteme simulieren, nicht auf diese Ideen kommt, man ist ja naheliegend. Und dann habe ich sofort aufgehört, an einem ganz bestimmten Punkt. Und das war philosophisch wahnsinnig interessant, vielleicht könnte man das sogar noch ein bisschen vertiefen. Ja? Weil nämlich das Anreizsystem, das wir auch politisch verfolgen wollen, ein Anreizsystem für menschliche Kreativität und Innovation ist. Und meine entscheidende Frage war, wie kann ich mit einem Softwaremodell ein innovatives neues Produktionsverfahren simulieren? Wie simuliere ich mit Software menschliche Kreativität? Da bin ich ausgestiegen und gesagt, na, da mache ich lieber, dass Menschen kreativ sind, anstatt dass ich mit Software kreative Menschen simuliere und man nicht weiß, wie das geht. Also fangen wir dort an, wo es den Menschen weiterhilft, und machen wir die Dinge so transparent und einfach, dass bitte die ganze Bevölkerung das auch wirklich versteht. Und das beginnt schon bei der Sprache. Wenn Sie als Wirtschaftswissenschaftler sozialisiert sind, dann können Sie mit dem Begriff der Informationsasymmetrie ganz locker umgehen. Informationsasymmetrie ist für Sie ein Mehrwert, weil Sie wissen mehr als Ihr Geschäftspartner und deuten das aus. Und da denkt sich keiner was Böses dabei. Informationsasymmetrie ist die Grundlage von Geschäftsmodellen. Aber die breite Bevölkerung, die nicht studiert hat, die anders sozialisiert wurde, nennt diesen Sachverhalt Betrug. Wie gehen wir denn in Wirklichkeit damit um, dass es von der Sozialisierung abhängt, wie wir das bezeichnen und welche Emotionen und welche Moralvorstellungen daran kleben? solange wir solche Griffe in der Gesellschaft haben. Und die, die Informationsvorsprung ausbeuten, sagen, die anderen, die das unmoralisch finden, sind nur blöd, die haben nicht studiert. Ja? Und deswegen beuten wir es erst recht aus, für die Blöden haben es besser verdient. Ja? Da werden wir in der Gesellschaft nie an einem Strang ziehen. Daher brauchen wir als erstes eine einheitliche Sprache, einheitliche Modellansätze, die alle verstehen, und dann sitzen wir automatisch über die gleiche Sprache in einem Boot. Das wäre der Vorschlag, den ich hätte zu diesem Thema. Erst einmal Ihre Idee dieser neuen Geldform, dass eben in elektronischer Form das Geld nur noch existiert und deshalb auch bestimmten Zwecken zugeordnet werden kann. Da müssen Sie ein ungeheuer hohes Maß an Planungssicherheit postulieren, wenn Sie bestimmte Verfassungen immer schon a priori bestimmten Zwecken zuordnen müssen. Oder fürchten Sie sich davon? Planung ist ja nur dann notwendig, wenn Sie sich auf Zeiträume beziehen, von denen Sie noch nichts wissen. Okay? Also wer plant, ersetzt den Zufall durch Irrtum. Wenn Sie in Echtzeit wirklich transparent relevante Informationen austauschen, brauchen Sie das alles nicht. Weil die Fische, ja, die im Schwarm schwimmen, die rechnen sich die Kurven nicht voraus. In Echtzeit neu zugeteilt. Ja, selbstverständlich, aber das Echtzeitgeld hat ja in Wirklichkeit nur dann eine Bedeutung, wenn es auch zu Echtzeitgütern und Dienstleistungen passt. Und deswegen müssen auch die Preisfestsetzungsregeln ebenso demokratisch geregelt werden. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und wenn wir schon beim Thema des elektronischen Geldes sind, dann sind wir auch an der Stelle, wo das konzeptionell gleich wieder verschwinden muss. Aber noch nicht. Also im Prinzip geht es ja nur darum, dass wir das, was die Bevölkerung haben will, nämlich genau die Bevölkerung, die es haben will, sich selber auch erzeugt. Ja, eigentlich ist es doch, ich verstehe überhaupt die Probleme nicht, mit Verlaub, ich verstehe sie nicht, das ist alles so einfach. Die Bevölkerung, und zwar jede, ja, hat ein Produktionsproblem und ein Verteilungsproblem. Und das sind zwei völlig getrennte Sachen. Und der historische Fehler ist, dass wir über ein Geldsystem diese beiden Dinge verkoppelt haben. Warum? Weil wir hier im Produktionssystem etwas erhalten, nämlich Geld, das wir verdienen müssen im Produktionsprozess. Und das bestimmt dann auch über den Verteilungsprozess, weil mehr können wir nicht ausgeben, ja, oder wir verschulden uns, nicht, was dann auch wieder Probleme hat. Also diese Verteilungsregeln und die Produktionsregeln sind über das Geldsystem verkoppelt. Und da kommt Macht, ja, und die Mitarbeiter entlässt, dann können sie die auch von anderen Unternehmen immer weniger kaufen, und das erzeugt dann Konjunkturzyklen. Wenn wir das durchtrennen, indem wir sagen, wir produzieren nach bestimmten Spielregeln, ökologisch, nachhaltig, ja, wir substituieren knappe Rohstoffe durch nicht knappe, ja, die Energie durch nachwachsende Energie etc. und über die Verteilungsregeln, und das ist der springende Punkt. Über die Verteilungsregeln bestimmen keine Politiker, keine Funktionäre und keine Wissenschaftler. Weil die Verteilungsregeln, das ist die geistige Entwicklung der Bevölkerung. Ja? Wem ich etwas, was knapp ist oder nicht knapp ist, wie zur Verfügung stelle, als exklusives Eigentum, Gemeinschaftseigentum, als Nutzungsort, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo man auch viel zu limitiert denken. Ja? Das ist die geistige, das Entwicklungspotenzial der Gesellschaft, des Einzelnen schon auch. Nicht, ob der sich jetzt noch jemand wohnen lässt oder nicht. Ja? Aber auch der Gesellschaft kann ja geistig reifen. Und deswegen muss das dynamisch gehen und sich weiterentwickeln und kann nicht im Takt, im fließbaren Takt der Produktion bestimmt werden. Das ist ein völliger Quatsch, dass man die zwei Dinge verbindet. Ne? Denn Arbeit, Produktion hat andere Spielregeln als Verteilung. Und in einer funktionierenden Gesellschaft müssen diese zwei Dinge nichts miteinander zu tun haben. Hat auch damit zu tun, was ich meinen Studenten immer sage, dass meine Definition von Korruption ist. Ich habe eine ganz einfache. Ja? Korrupt sind alle Menschen, die für Geld arbeiten. Ich kann nur noch erklären, warum man arbeiten sollte. Weil die Tätigkeit einem Spaß macht, ja, man Fähigkeiten entwickelt und für andere nützlich ist. Und wozu benötigt man dann ein Einkommen, damit man den Lebensstandard hat, den man sich wünscht. Und die zwei Dinge dürfen nie wieder etwas miteinander zu tun haben. Das ist ganz einfach. Diskussionsprozess von Steuerung durch Geld zustimmen kann. Vielleicht dann ja auch noch einmal auf die Verteilungsproblematik, die für Sie ja sehr zentral ist, zurückkommt. Weil ich glaube, die wachsende Ungleichverteilung, das ist sicher einer der ganz wichtigen Gründe, weshalb es die Occupy-Bewegung gibt, weshalb also so viele Leute hier sind, weshalb es den Bankencrash gegeben hat und vielleicht sollten wir auch darauf nochmal zu müssen. Ja, ich habe sowieso das dringende Bedürfnis, diesem für mich etwas sozialtechnischen Diskurs die einfache Idee entgegenzuhalten, dass es ja um die Frage, wir reden über Visionen, um die Frage geht, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Und darauf gibt es keine technokratische Antwort mit oder ohne Planung, sondern eine demokratische. Und wenn ich versuchen kann, an Herrn Hörmann anzuknüpfen, dann vielleicht immerhin mit dem Punkt, dass Geld Macht bedeutet. Und unser Problem ist doch heute, dass die formal ganz hübsche, halbdirekte Demokratie, wie wir es in der Schweiz zum Beispiel schon haben, längst unterhöhlt wird von der Macht des Kapitals. Wird nicht mehr den Bürgern vorgelegt. Und wir kommen aus diesem Konflikt nie raus, wenn wir das irgendwie nur kompromisshaft auf einer Ebene angehen. Damit habe ich mich wirklich ein bisschen beschäftigt. Entscheidend ist, dass wir das Ganze eben in die Vertikale drehen und wieder ganz klar und sagen, jetzt komme ich doch noch zu Ihrer Frage, es geht um den Vorrang der Prinzipien einer modernen Bürgergesellschaft und nachrangig und im Dienste dieser Gesellschaft soll bitte schön eine hocheffiziente Volkswirtschaft, Marktwirtschaft funktionieren. Und diese Prinzipien haben etwas mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun und da muss man nicht an nachträgliche Umverteilung denken, explodierter Sozialstaat, sondern eben an die primäre Verteilung, an ein gleichberechtigtes Miteinander. Und wenn ich das, es ist nicht jetzt Keynesianismus, aber doch dieser zentrale Punkt, wenn ich das auf eine provokative Formel bringen darf, dann würde ich sagen, diejenigen, die weniger Sozialstaat wollen in unserem Land, die sollten, wenn sie keine Zyniker sind, für mehr, ich sage, emanzipatorische Gesellschaftspolitik sein. Sie sollten eine Gesellschaft eben real freier Bürger inklusive der materiellen Voraussetzungen anstreben. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass die Parteien, die unter der Flagge bürgerlich sind, in aller Regel, wenn es konkret wird, gegen statt für die Ausweitung und Stärkung der Bürgergesellschaft politisieren. Das ist unser Problem. Von unten her das in die öffentliche Debatte bringen. Zur Verteilungsfrage, ich habe, wenn ich das, oder bin ich zu lang, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ich stimme Herrn Hörmann zwar zu, dass man die beiden Probleme, effiziente Allokation und faire Verteilung systematisch, analytisch trennen soll, aber heute haben wir eben eine Standardökonomik, die das vollständig trennt und das ist ein Teil des Problems, nicht die Lösung. Die Ökonomik beschränkt sich dann auf Allokation und sagt, wenn wir den freien Markt, die effiziente Allokation aller knappen Ressourcen machen lassen, dann haben wir Produktivitätssteigerung, dann haben wir Wachstum, Wirtschaftswachstum und dann steigen wie auf dem Meeresspiegel angeblich alle Boote. So. Jetzt ist das aber nicht der Fall, wie wir seit 30 Jahren feststellen. Der überwiegende Teil, man kann fast sagen, der gesamte Produktivitätsfortschritt kommt pekuniär bei einer erstaunlich kleinen Minderheit der Bevölkerung an, einer immer kleineren. Und wie reagiert die Politik? Sie hat nun ein Problem. Sie hat nämlich Kaufkraftschwäche im Binnenmarkt, weil ja die breite Bevölkerung zu wenig Geld hat, um zu konsumieren. Und was lautet das Patentrezept dagegen? Das Rezept heißt, ja, jetzt müssen wir erstmal die Kosten senken, das heißt die Lohnstückkosten drücken, damit wir wettbewerbsfähiger werden, mehr Wachstum haben, vor allem durch Export, und dann können wir neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn das Rezept heute stimmt, stimmt es in 5 Jahren auch noch, dann könnte man in 5 Jahren sagen, ja, jetzt haben wir zwar Arbeitsplätze wegrationalisiert, damit wir später neue schaffen, aber wir machen das jetzt nochmals 5 Jahre lang. Und so können wir das auf den St. Nimmerleinstag verschieben, die neuen Arbeitsplätze. Da stimmt doch was in der ganzen Logik nicht. Es ist eben eine Zweck-Mittel-Konfusion und die wird ideologisch missbraucht. Und wenn man das einmal durchschaut hat, dann wird klar, wir müssen eben den Zweck, ein faires Zusammenleben freier Bürger, dem Priorität geben und die Wirtschaft dem unterordnen. Und keynesianisch, ich will jetzt nicht den Keynesianismus ausbreiten, aber keynesianisch kann man es auf einen Punkt bringen: Je steiler die Einkommens- und Vermögensverteilung, umso geringer die sogenannte aggregierte Konsumneigung. Die Nachfragelücke, die wir auffallen, in der Binnenwirtschaft aller fortgeschrittenen OECD-Länder haben, hängt direkt mit der wachsenden Steilheit der Verteilung zusammen. Wir sollten fairer verteilen, dann steigt automatisch auch der Konsum, dann haben wir einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Beschäftigungsproblems, aber das ist eben tabu, man flüchtet sich immer nur im Mehr vom Selben, eben diese kostendrückende, exportorientierte Wachstumspolitik statt qualitativ den Gedanken der Gerechtigkeit hineinzubringen. Es ist höchste Zeit, die Diskussion aufzumachen. Ich bin sicher, es gibt viele Voten, die Dame in der zweiten Reihe. Ja. Also hier vorne steht ja auch Ethik und Psychologie. Es würde mich interessieren, was die Dozierenden dazu denken. Wir stehen ja im Wettbewerb miteinander. Vielen Dank. Also Wettbewerb ist ja das eine, das andere ist ja unsere soziale Ader, die wir auch haben. Was würden Sie denn sagen, wann sind denn die Menschen bereit, also das Umdenken, wie das jetzt angetönt wurde, braucht es einen großen Leidensdruck, oder glauben Sie an die Einsicht, dass die Menschen einsichtig werden von selbst? Wer möchte antworten? Ja, das Verhältnis von ethischen Motiven und äußeren Sachzwängen, Selbstbehauptungsdruck. Das ist eben eigentlich eine unzumutbare Dilemmasituation für den Einzelnen. Die neoklassisch-neoliberale Doktrin sagt natürlich, es gibt nur den Weg durch das Tal der Tränen, oder? Über Leiden. Aber wenn wir uns mal lösen vom Homo economicus, dann haben die Menschen, und das ist Realismus, mixed motives, gemischte Motive. Und es kommt darauf an, dass wir die guten Motive in ihnen stärken und ansprechen. Da bin ich ganz altmodisch, das ist eine Bildungssache. Und es kommt zweitens, und ganz wesentlich darauf an, dass wir es für die Einzelnen zumutbar machen, den besseren Einsichten in ihren Köpfen zu folgen, statt den weniger guten. Und diese Zumutbarkeit ist und bleibt eben eine ordnungspolitische Aufgabe. Und letzter kurzer Satz dazu. Wir haben jetzt 30 Jahre lang eine Wettbewerbsintensivierungspolitik betrieben und das ist eine Sachzwangssteigerungspolitik. Es ist in diesen 30 Jahren für den Einzelnen, übrigens auch für den einzelnen Unternehmer, immer unzumutbarer geworden, nicht mit dem spitzen Bleistift zu rechnen und das Maximum an Gewinn und Rendite und eben Kostendruck herauszuholen. Es wird schwieriger. Was wir brauchen, ist eine Sachzwangbegrenzungspolitik. Wir müssen die Ordnungspolitik um 180 Grad umdrehen. Das kann man vielleicht nicht als einzelnes Land, aber ich sage immer, Stichwort Globalisierung, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer für globale Märkte ist, muss auch eine globale Rahmenordnung des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs folgen. Das ist eine gigantisch große Aufgabe, aber der Aufschwung beginnt bekanntlich in den Köpfen. Auch der. Ja. Einen Punkt später muss ich dir widersprechen. Ein ganz großer, und zwar der überwiegende Teil unserer Leute in der Schweiz arbeitet im KMU. Und dort ist die Lage weitgehend anders. Das heißt, dort gilt immer in einem gewissen Maße, dass ein sozial gut dastehendes Unternehmen, was für seine Mitarbeiter etwas tut, ein besseres Unternehmen ist, besser existiert, langfristiger und in dem Sinne auch letzten Endes wirtschaftlich erfolgreich. Nicht? Das andere Prinzip gilt für die anonymen internationalen Gesellschaften, die natürlich einen riesigen Einfluss haben, die diejenigen sind, die sehr weitgehend beteiligt sind an der Produktion der großen Katastrophen, weil sie eben auf einem internationalen Markt agieren und dem Auf und Ab, was dort geschieht, schonungsloser ausgesetzt sind. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass viele Unternehmer davon überzeugt sind, dass sie sich anständig verhalten müssen, weil sie sonst auf die Dauer nicht existieren können. Und das muss man sehen, das ist eine Realität. Und was die einzelnen Personen anlangt, so ist man heutzutage in der Psychologie natürlich sich längst darüber im Klaren, dass die altruistischen und die egoistischen Motive beide vorhanden sind, dass die altruistischen in vielen Situationen die Oberhand haben, dass man aber leicht Situationen schaffen kann, wo die Leute sich dann egoistisch verhalten, wie im Wettbewerb, nicht wahr? Das geht relativ leicht. Das heißt, die Menschen sind in der Hinsicht sozusagen, agieren situationsabhängig und dann natürlich auch hängt es von Erziehung und solchen Sachen ab. Wenn Sie aber etwas ändern wollen, dann dürfen Sie nicht nur auf dem individuellen Niveau denken. Was Sie schaffen müssen, sind dann so etwas wie soziale Bewegung. Das sind nicht nur Dinge, die bei einzelnen Menschen vorkommen, sondern sie passieren dadurch, dass viele Menschen sich zusammenschließen. Und dort gibt es dann auch so etwas wie organisiertes und ich muss Ihnen das leider sagen, geplantes Vorgehen. Ja, ich stimme völlig zu, dass es im KMU-Bereich noch im guten Sinne die alten Patrons gibt, die regional verwurzelt sind und denen das Wohlergehen der Menschen in der Region und in der Belegschaft etwas wert ist. Aber ich sage ja nur, es wird immer schwieriger bis unzumutbar für diesen klassischen Unternehmertypus die alten Prinzipien durchzuhalten. Und das ist eben die Verantwortung der Politik, es den guten Unternehmen, die wir durchaus auch noch haben, nicht unmöglich zu machen, vernünftig zu wirtschaften. Ja, also kurz, wenn ich dazu Stellung nehmen darf, ich glaube, die Frage war ja, wann sind wir so reif und wann kommt endlich diese Änderung und diese Dinge und wird das friedlich gehen oder nicht und was braucht es? Also ich habe 25 Jahre an Finanzplanung unterrichtet, ich klinge mich da völlig aus, ich glaube nicht mehr daran. Ja? Das geht einfach nicht. Ich klinge mich aber aus von dieser Terminologie hier mit den guten und den bösen Unternehmern, weil es gibt nur noch Menschen im nächsten System. Und jetzt wissen wir aus der Erfahrung zwei Aspekte, wie es zu einer solchen Änderung kommen kann. Wenn es aus der Bevölkerung heraus selbst von alleine passiert, brauchen wir 5 bis 7% der Leute, die verstanden haben, wie das neue System funktionieren wird, und die reißen die anderen mit. Das ist der berühmte Tipping Point. Ohne wäre das möglich, dass wir das in ein paar Wochen haben. Die Menschen müssen ja verstehen, dass das nur noch wertlose Zahlen sind, mit denen sie es zu tun haben, ja, gegen die man in Wirklichkeit schon nicht einmal wirklich wertvolles Eigentum erhebt. Ja. Das ist ja nur ein Phantom, eine materialistische geistige Krücke, für die die anderen nicht können. Und das können wir mit Software viel besser simulieren, ja, als die Politik mit ihren komischen Gesetzen, die dann nämlich blöderweise für alle gelten und nicht nur für die Therapie brauchen. Und der zweite Aspekt ist auch ein ganz interessanter. Wenn es nicht emergent aus der Bevölkerung kommt, dann kommt es über Propaganda und Politik. Lesen Sie Edward Bernet, ja, Propaganda 1928, dann später unbenannt in Public Relations, das funktioniert immer noch. Und die Eliten, die da so viel machen und planen im Hintergrund, die wollen ja auch, dass wir in ein besseres System kommen. Und die wollen auch, dass das friedlich geht, zumindest ein erklecklicher Anteil derer, die noch vernünftig sind, denken können. Ja. Und die werden schon dafür Sorge, ja, dass mit der richtigen Propaganda, was auch wirklich jeder verstanden hat, wie wir in ein neues, wirkliches, kooperatives System kommen. Übrigens würde ich in Zukunft nie wieder sagen, weder hier am Podium noch da drinnen noch sonst irgendwo, wenn das von der Bevölkerung kommt, dann geht das von unten nach oben. Nein, es gibt nur einen einzigen Souverän in der Demokratie, das ist das Volk, das ist ganz oben. Also kommt jede Reform top-down. Vergangenheit letzten Endes ausgewertet wird und in den Wert eingeht. Also das ist einfach mal eine frische Idee und das sollte man vielleicht einfach mal ausprobieren. Die Schweiz hätte speziell viel zu tun auf diesem Gebiet. Man kann zum Beispiel... Wir haben schon länger eine Frage da. Ja, also ich bin ein Student der Volkswirtschaften und ich glaube, der Grund, wieso ich Volkswirtschaft studiere, ist, weil ich es interessant finde, wenn man sie halt kritisiert, oder? Und deshalb bin ich ja auch hier hingekommen und jetzt habe ich ein bisschen eine provokante Frage. Und zwar, meine Behauptung ist ein bisschen, hätte man jetzt dieses Podiumsgespräch nach der Krise der 30er Jahre gemacht, oder? Dann wären mehr oder weniger dieselben Argumente zur Veränderung gebracht worden, oder? Das war jetzt vor 80 Jahren, oder wenn man die Literatur ein bisschen liest, oder? Das heißt, die Ideen die bestehen schon seit Jahren, oder? Und was sich jetzt bis heute verändert hat, ist, dass alles viel schneller geht, oder? Dank der Technologie, dank den Computern etc., oder? Und jetzt kommen quasi immer noch dieselben Vorschläge zur Lösung der Probleme. Und irgendwann, ja, eben, ich meine, ich weiß auch nicht genau, wie man die Probleme angehen soll, aber meine Frage ist, hat irgendjemand von den Experten quasi ein Update zu den 30er Jahren eigentlich? Also, ja, das meine ich. Ein Update? Ja, das Neue ist nicht immer das Bessere. Aber was Sie natürlich bedenken sollten, es gibt schon beängstigende Parallelen zwischen der Krise der 30er Jahre und jetzt, alleine schon die Entstehungsgeschichte. Auch damals hat es im Wesentlichen mit einer Bankenüberschuldungskrise begonnen. Man hat erhebliche Fehler gemacht. Die haben dann übrigens in der Zeit danach, Stichwort Keynes, zu einer radikalen Erneuerung der Wirtschaftstheorie geführt. Und das wäre etwas vom Besten, was wir uns wünschen würden. Denn schauen Sie, die heutige Standardökonomik hat ja noch nicht mal eine brauchbare Geldtheorie. Sie geht ja noch davon aus, Wirtschaft sei zu 100% Realwirtschaft, produzierende, und da gäbe es noch diesen Geldschleier, der das irgendwie abbildet. Von der Dominanz einer Finanzwirtschaft, die sich verselbstständigt hat und zunehmend gegen die Realwirtschaft funktioniert, ist da nicht die Rede in der Theorie, oder? Da würde ich den Update verlangen, und das ist dann eine Hausaufgabe für die Wirtschaftstheorie. Aber die grundlegenden Ansatzpunkte, zum Beispiel eben die reale, ich sage es halt nochmals, die reale Selbstbehauptungschance der Individuen zu stärken, die Verkoppelung von Investmentbanking mit der volkswirtschaftlichen Infrastruktur der Geld- und Kreditversorgung endlich zu lösen. Diese entscheidenden Dinge hat man damals erkannt. 100% Geld, Erwin Fischer, einer der führenden Ökonomen, hat im Kern den Punkt erfasst, und man hat halt nach dem Zweiten Weltkrieg das alles verabschiedet und muss halt darauf zurückkommen. Darf ich mich da ganz kurz einschalten? Probleme werden in der Geschichte der Menschen immer durch Technologie gelöst und nicht durch Ideologie und nicht durch Theorie. Also die Gebrüder Wright haben keine Ideologie des Fliegens und keine Theorie des Fliegens, sondern eine Flugmaschine gebaut. Und wir haben heute zum Glück das Internet, und das hat eine Doppelfunktion. Erstens wird die gesamte Bevölkerung informiert, und das kann sich in vielen Bereichen, kann man das nicht mehr verhindern, dass die Bevölkerung jetzt selber tätig wird und sich selbst informiert. Und zweitens kann man auf diese Infrastruktur auch die alternativen neuen Zahlungsmittel aufsetzen. Beides hat es in den 30er Jahren nicht gegeben, deswegen konnte das unterdrückt werden. Wenn man sich das anschaut in den Vereinigten Staaten, allein zwischen den 90er Jahren und dem Jahr 2007 sind Nachrichten, Medien und Zeitungskonzerne von der Zahl 50 auf 5 geschrumpft. Ne? Das ist in immer weniger kleineren Händen, ja, wird die offizielle Information gebündelt und manipuliert, was im Internet eben nicht der Fall ist. Im Internet kann man sich frei und unabhängig informieren, und dort entstehen auch neue Geldsysteme, wie zum Beispiel die unsäglichen Bitcoins, die ich gar nicht mag, ja, weil künstlich knappes Gold zu erzeugen, halte ich für keine blöde Idee, auch wenn es im Computer gemacht wird, ja, dass dann wieder anonym ist und zum Drogenkauf und zum Waffenkauf verwendet wird, nicht für jeder Geschäft und ähnliches. Aber man sieht, es ist halt in der Technik alles möglich, und es werden dann demokratische, kooperative Prozesse sein, die bei den Gesellschaftsformen die Spreu vom Weizen trennen, und wo dann die Menschen sagen, wir leben lieber friedlich zusammen, als dass wir uns dann das virtuelle Gold gegenseitig wegnehmen. Genau, ja. Also schon Informationssysteme schaffen. Das heißt, wo jeder seine Meinung äußern kann über Produkte, Firmen, meinetwegen auch Hedgefonds und so weiter und so fort. Über alles im Grunde genommen. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man eben hier eine Qualitätsdimension einführen. Und ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist eben auch, dass wir Wettbewerb in einer Dimension haben. Das muss ja schief gehen, das muss Gewinner geben, es muss Verlierer geben. Und ob in Deutschland oder Griechenland heißt, ist eigentlich völlig egal, es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Und den gleichen Quatsch machen wir uns im Grunde genommen auch in vielen anderen Bereichen, im Schulsystem, Gesundheitssystem, Universitätssystem, überall machen wir diese eindimensionalen Rankings und so weiter und so fort. Aber wir sind noch nicht nach Griechenland gefahren, weil wir den Wirtschaftssprung, sondern weil man dort gut Urlaub machen konnte. Das heißt, es ist nun wirklich so, dass wir nach Mechanismen suchen müssen, die vieldimensionalen Qualitäten auch zur Geltung kommen lassen. Das heißt, wir brauchen ein multidimensionales Incentive-System. Und in der Tat, im Unterschied zum Wirtschaftssystem sind soziale Systeme eben tatsächlich multidimensional. Da haben wir Austauschsysteme, die nicht nur auf wirtschaftlichen Wert basieren, sondern auch auf Freundschaft, auf Reputation und so weiter und so fort. Das heißt, diese Vieldimensionalität müssen wir auch in der Wirtschaft zulassen. Ich glaube, dann können wir auch wesentlich stabilere Systeme kreieren. Ja, eine ganz kurze Reaktion. Ja, ein interessanter Gedanke dazu. Verlierer des Wettbewerbs wird es immer geben. Aber es kommt eben darauf an, wie wir gesellschaftlich mit ihnen umgehen. Und ein Schlüsselproblem ist ja das, was Michael Walzer die Tyrannei des Marktes genannt hat. Das heißt, ob jemand Gewinner oder Verlierer im Wettbewerb ist, schlägt auf seine gesamte Lebenslage durch heute. Existenziell. Und das sollten wir zivilisieren, beschränken, sodass derjenige, der Pech hat im Wettbewerb, dem soll es nicht stellen, das dient durchaus der Volkswirtschaft, dass der nicht ins Bodenlose fällt, sondern anständige zweite Chancen hat. Und man könnte hier an das dänische Grundkonzept der Flexicurity erinnern. Die Dänen haben einen Arbeitsmarkt, daher Spaß, Hire and Fire wie in Amerika, aber gleichzeitig sind sie die sozial inklusivste Gesellschaft Europas. Also es wird keiner rausgeworfen oder fallen gelassen. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Frage der Rangordnung der Dinge. Das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass ich seit, soviel ich weiß, mich erinnere, seit 1999 die Zahl der in Washington tätigen Lobbyisten fast verzehnfacht hat, oder es ist noch mehr, und die Summe der eingesetzten Gelder noch stärker gestiegen ist. Ich glaube, das sind ungefähr so ein Faktor von 20 oder so. Das heißt, Politik ist seither qualitativ etwas anderes geworden. Für die Schweiz fehlen wegen das der Zahlen. Weiß ich nicht, wo das Mikrofon ist. Ist das schon? Ja? Ja. Ich habe jetzt schon viele sehr interessante Lösungsvorschläge, Visionen gehört, von denen ich denke, in diese Richtung sollte es gehen, an deren Umsetzung sollten wir uns machen. Wenn es dann aber die Frage nach dem Wie, also wie wird umgesetzt, habe ich mehrmals schon das Argument angehört, ja, demokratisch, wie ließe sich das umsetzen, müssten wir darüber abstimmen. Also braucht es letztlich mehr Demokratie. Diese wird ja zurzeit blockiert von einem System von 192 Staaten weltweit, also auf globaler Ebene. Die Wirtschaft ist global vernetzt, Konzerne sind global vernetzt, aber auf globaler Ebene ist keine Demokratie vorhanden, ist keine Möglichkeit da. Und dort, ich denke, die Lösung mag technische Natur sein, es mag im Internet liegen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wäre gleichgewichtete Kräfte herstellen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man hier offene Plattformen schafft, erstens mal die Informationen für alle kostenlos zur Verfügung stellen und die es eben auch ermöglichen, sich viel stärker an sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen zu beteiligen. Da sehe ich auch gut. Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass wir den Prozess der Abstimmung weiterentwickeln. Eine Pro-Stimme bei 5 verschiedenen Varianten ist keine gute Lösung. Das gibt es also von 2 österreichischen Systemanalytikern, den Vorschlag des systemischen Konsensierens im Internet unter sk-prinzip.net zu finden. sk-prinzip.net. Da geht man so vor, dass jede Variante von jedem, der stimmberechtigt ist, gewichtet werden kann, aber ausschließlich mit negativen Stimmen. Also 0 heißt Zustimmung, 10 ist maximale Ablehnung und dazwischen nach Gefühl. Und dann wird der Vorschlag umgesetzt, der die niedrigste Summe an Ablehnungsstimmen hat. Ja, denn bei dieser Art der Abstimmung gibt es hinter der Abstimmung am Ergebnis keine Gewinner und keine Verlierer. Stimmt also nicht, dass wir immer Gewinner und Verlierer haben werden. Und es bleibt das Gruppengefühl erhalten. Nicht? Wenn man also 4 Freunde Abendessen gehen wollen und sie entscheiden wohin und es kommt zur Sprache der Grieche, der Steirer, ja, der Italiener oder der Chinese. Und Chinesisch wollen sie nicht gehen, Steirisch ist uns schlecht bedient worden, Griechisch ist zu fett, dann geht man zum Italiener. Nicht? Das ist das negative Ausschließungsprinzip, wenn das Gruppengefühl dominiert. Man kann sich das gut vorstellen, stellt sich vor, einen Elternabend wird einberufen wie bei einer Schulklasse. Im klassischen System kann jeder für einen Tag stimmen. Und wenn dann die Mehrheit genau den Tag nicht will, sind alle so ein Blödsinn, die sind alle dumm, da gehe ich überhaupt nicht mehr hin. Gruppengefühl verloren. Aber wenn ich sage 0, ja, da wäre es mir am liebsten und dann einen lege ich mit 10 ab und die anderen mit 2, 3, 4, 5 und es kommt ein 3 oder ein 5er, dann richte ich mir das irgendwie, gehe trotzdem hin und bleibe Teil der Gruppe, auch gefühlsmäßig. Das ist sehr, sehr wichtig, denn die Symbole bestimmen das Verhalten und die erzeugen unsere Gefühle. Dieser Zusammenhang ist noch viel zu wenig verstanden und da müssen wir hinein, ja? Dort müssen wir hinein. Zahlen allein sind zu wenig. Also ich meine, wenn es vor allem ein Verteilproblem ist, das man jetzt hat, ist meine Frage erstens mal, wie kann man, wenn man ja im System bleibt, also im Kapitalismus, ich möchte den Kapitalismus eigentlich nur behalten, wenn man umverteilen kann. Jetzt, wie kann man umverteilen? Wenn man nicht umverteilen kann, dann möchte ich den Kapitalismus nicht mehr. Und das heißt, wie kann man dann das System destabilisieren? Also entweder verteilen im System oder die Destabilisierung des Systems. Aber viel mehr Geduld habe ich einfach nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, vielen Leuten geht es gleich. Also ich kann mich der Geduldfrage auch anschließen. Ich bin hier oben. Ja. Ich bin einer dieser Kleinunternehmer, die erwähnt wurden. Ich habe vor 20 Jahren eine Informatikfirma gegründet, habe erlebt, wie durch diese Managerkapitalismus-Exzesse Kleinunternehmen laufend konkurrenziert wurden mit viel besseren Löhnen. Da haben junge Uni-Absolventen kommen zu uns, sagen, unter 20.000 Franken beginne ich nicht mehr, war alles so Ende der 90er Jahre der Fall. Und jetzt sprechen wir immer von diesen 80–90% Kleinunternehmen. Und weil es mir vor 10 Jahren abgelöscht hat, ich sage Ihnen, was ich vor 10 Jahren gesagt habe, in Sursee, Botschafter Bohrer war dabei, Ständeräte aus dem Kanton Luzern waren dabei, die ganze Wirtschaftselite war dabei. Ich habe gesagt, damals vor 10 Jahren, wir müssen aufhören, über Angebot und Nachfrage zu sprechen. Das Geld steuert den Markt. Das Geldsystem ist todkrank. Wir haben den gleichen Zustand wie 1929. Wir müssen das Geld neu unter den Menschen verteilen. Mein Name ist Ivo Muri. Ich stamme aus Sursee. Googeln Sie mal, was ich die letzten 10 Jahre publiziert habe. Und ich habe ganz konkret ist die Frage an die Herren Professoren. Sie alle kennen mich. Ich bin, vor 8 Jahren habe ich ein Forschungsinstitut gegründet für Zeitforschung. Ich bin der Frage nachgegangen, was der Unterschied ist zwischen der Zeit und der Uhr und warum Zeit Geld ist. Wenn wir die zweite Frage beantworten, verstehen wir auch, warum wir heute in Feindbildkategorien kämpfen, die wir alle im Keim ersticken könnten. Warum, sehr geehrte Damen und Herren Professoren, kennen Sie mich alle? Und alle Studenten haben das noch nie gehört. Herzlichen Dank, Herr Muri. Wir nehmen noch eine Frage, wo ja. Vielleicht... Hallo. Sie, ja, gut. Ja, ich bin von einem Entwicklungsland, das heißt Schweiz, und diese Schweiz hat ein Pensionskassensystem. Und dieses Pensionskassensystem ist, was Herr von Cranach gesagt hat, das muss wachsen und wachsen und wachsen. Und je höher der Zinssatz, umso glücklicher sind die linksgerichteten Parteien. Und da gibt es rechtsgerichtete Parteien, die sagen, man soll das Problem nicht, wenn es ein Problem gibt, dann soll man die Ursachen. Jetzt weiß ich nicht, was die Rechtsgerichteten sagen. Die Frage ist jetzt, wie können wir diesen Zwang zu weniger mehr Geld machen und diese Angst, dass die meisten Leute haben Angst, wenn das Pensionskassensystem zusammenkracht, dann geht es mir schlecht. Wie können wir jetzt diesen Übergang wirklich lösen, dieses Pensionskassensystem? Gut, also wir machen nach der Frage, kann man den Kapitalismus umverteilen und wenn man nicht kann, ist es nicht wirklich Zeit, seriös darüber nachzudenken, ihn abzuschaffen. Wir haben den Beitrag von Herrn Muri, der aus der Perspektive des Kleinunternehmens genau diese Kapitalismuskritik bestätigt. Und nun die Frage, natürlich auch ein zentrales Dossier der Problematik der Blasenbildung und der übermäßigen Kapitalkonzentration, nämlich die Rentendeckung durch das Ansparverfahren. Wer möchte sich dazu äußern? Ja? Ja, gerne. Ich würde ja statt von Umverteilen im Kapitalismus lieber von der Herstellung eines Postkapitalismus sprechen. Und damit meine ich nicht, dass man die Rolle des Geldvermehrungsmotivs in der Wirtschaft ganz abschafft, das wäre katastrophal, das Ergebnis, sondern dass man es bändigt und eben zivilisiert. Und das bedeutet, dass wir auf 2 Ebenen gleichzeitig ansetzen müssen. Wir müssen erstens in diesem Sinne institutionell das Eigentumsrecht, die Finanzmarktverfassung und das Geldsystem, diese 3 Schlüsselpunkte ändern. Das wird ein langer demokratischer Prozess und Kampf. Und zweitens, weil wir nicht so lange warten können, bis wir dort sind, müssen wir gleichzeitig beim gegebenen Status quo den politischen Kampf um relativ schnell greifende, punktuelle Maßnahmen führen. Und da ist einer, der ja ganz aktuell ist, zum Beispiel die Idee einer nationalen Erbschaftssteuer. Das ist ein Beitrag, wenigstens die weitere Öffnung dieser Vermögensverteilungsschere nicht zu stoppen und nicht zu beseitigen, aber etwas einzudämmen, indem wir eben quasi eine Sozialwirtschaft aller am Kapitalstock, den unsere Vorfahren geschaffen haben, ich habe es gesagt, herstellen. Das ist ein urliberales Argument. Alle echten Bürgerlichen müssten dem zustimmen und wenn sie es nicht tun, sind sie eben entlarvt, dass sie in Wahrheit etwas anderes vertreten als bürgerliches Sektor. Also auf beiden Ebenen zugleich, sie tun es nicht, aber Apathie oder Resignation ist keine praktische Haltung. Ich habe als Ethiker ja oft den Vorwurf gehört, ich sei Utopist und so weiter. Ich habe immer gesagt, eine praktische Haltung ist daran zu glauben, dass das Engagement etwas nütze, und wenn ich dann zum gegenteiligen Eindruck käme, sei ich dann reif für die Frühpensionierung. Ich bin dann auch 2 Jahre vorbereitet. Also bitte, Herr Muri, ich kenne Sie nicht. Ich habe nicht, würde ich Ihnen inhaltlich zustimmen, aber Sie können gerne da bleiben. Wir reden auch dann, ich würde Sie gerne kennenlernen. KMU und Übervorteilung und Ausbeutung durch große Unternehmen, die die Mitarbeiter besser bezahlen. KMUs könnten rein theoretisch die multinationalen Konzerne ganz locker ausboten, wenn sie sich global vernetzen würden zur Kooperation, dann wären sie schlagartig viel mächtiger als die größten internationalen Konzerne, insbesondere wenn sie auch nur noch eingeschlossenes Rechnungswesensystem verwenden. Ja, sodass sie untereinander überhaupt keine Preise mehr zur Anwendung bringen. Das wäre zum Beispiel eine sehr mächtige Methode, wie man den ganzen Schub sofort abdrehen könnte. Wie beendet man den Kapitalismus? Ganz einfach, indem man die wichtigsten Engpässe, von denen der Kapitalismus heute lebt, neutralisiert. Zum Beispiel, man erfindet einen Treibstoff, den jeder heute im Auto verwenden kann und schenkt den dann einfach her. Dann sind die ganzen Ölfirmen kaputt. Oder man erzeugt kleine Aggregate für freie Energie und stellt die den Haushalten zur Verfügung, dann gibt es keine Energieversorgungskonzerne mehr. Man könnte sich auch global wieder zu einer weltweiten Gewerkschaft organisieren, in einen globalen Streik gehen, das würde wahrscheinlich nach einer Woche auch wirken. Eines der Ergebnisse ist vollkommen klar. Pensionskassen sind ein Teil des kapitalistischen Systems. Ja. Sie legen ihr Geld im kapitalistischen System an, sie gehen zugrunde, wenn es im Kapitalismus große Krisen gibt und so weiter und so fort. Und sie sind ein Teil der Aufblähung, der unerhörten Aufblähung dieses gesamten Geldwesens und so weiter und so fort. Das Geld muss ja angelegt werden und kumulativ und muss wachsen und Sie kennen alles. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Sie haben vorhin gesagt, die Geduld geht Ihnen zu Ende. Schauen Sie, vor 13 Jahren haben wir das Netzwerk vorbereitet und wir haben eigentlich in den Thesen und Zielsetzungen, die wir damals formuliert haben, zu den meisten Problemen, die wir heute diskutiert haben, unsere Kritik angebracht. Und die war meistens gar nicht so viel anders, als das, was wir heute diskutiert haben. Damals wären wir zufrieden gewesen, wenn wir bei einer Veranstaltung wie dieser 40 Teilnehmer hatten. Heute sind wir etwa 400. Das heißt, zur Lösung von sozialen Problemen muss auch die Zeit irgendwann reif sein. Das heißt, es müssen genügend viele Leute erlebt haben, dass das ein wichtiges Problem ist, dem sie sich widmen wollen. Und ich denke, dass wir uns diesem Zeitpunkt jetzt ziemlich stark genähert haben. Und darum ist es an der Zeit, dass man sich eben konkret überlegt, wie man vorgeht. Das ist etwas, die Diskussion von konkreten Überlegungen, wie man vorgehen will, die wir hier im Podium natürlich bisher nicht leisten konnten. Historisch gesehen, das dürften wir Eltern wohl sagen, sind wir in einem geschichtlichen Moment, wo sich die Dinge atemberaubend schnell verändern. Das Bewusstsein ist daran, einen Quantensprung zu machen. Jeder kann was beitragen. Also ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar fand ich einerseits gespannt, dass auch mal erwähnt wurde, dass wir nicht mehr so viel haben werden in Zukunft, dass wir auch mit weniger zufrieden sein müssen. Dazu wurde gar nicht mehr viel Weites gesagt. Und zweitens fand ich spannend, wie wir konkret in der Schweiz vorgehen müssen, ob es nicht möglich wäre, auch die Schweiz als Lösung zu sehen, dass wir nicht gerade global werden müssen. Das erscheint mir sehr schwierig. Also was wären die konkreten Schritte, um die Schweiz so einem System näher zu bringen? Okay, ja, dann Sie hatten lange mit dem Ende, glaube ich, können da eine, ja, der Herr im blauen Pullover, glaube ich, ich kann mich vielleicht noch eine Bemerkung zwischenschaffen, bevor das Mikrofon dort da kommt. Ich bin hier. Es war diese sehr berechtigte Feststellung des Volkswirtschaftsstudenten, der sagte, ja, in den 30er Jahren gab es gewisse Parallelen zur Situation heute. Und ein Aspekt, der nur teilweise oder implizit angedeutet wurde, ist die ökologische Situation. Und die ist ja Teil der Dringlichkeit. Das ist etwas, das die Volkswirtschaftler heute nicht genügend oder lange Zeit nicht genügend mit ins Bild genommen haben, bekanntlich. Und auch eines der großen Renner im Moment in der volkswirtschaftlichen Literatur ist ein Buch von Rogo von Reinhardt, und die sagen, this time is different. Und das suggerieren eben eigentlich, haben wir Volkswirtschaftler eigentlich schon immer von diesen Zyklen geredet, und wir haben eigentlich durchaus gesehen, dass es immer wieder Krisen gibt. Aber und auch die IMF-Chefin Lagarde redet davon, dass wir wieder in einer Situation vergleichbar mit den 30er Jahren sind. Aber der große Unterschied ist der, dass in den 30er Jahren war die globale Produktion von Erdöl lag in der Größenordnung von 4 oder 5 Millionen Barrels pro Tag. Heute sind wir bei Größenordnung 85 Millionen Barrels pro Tag, die wir produzieren und konsumieren. In den 30er Jahren hatten wir eine CO2-Konzentration von vielleicht 300 ppm. Heute sind wir schon über 390 ppm CO2, also über 390 Millionen Teile in der Atmosphäre sind CO2. Und die Top-Forscher sagen durchs Band weg, dass eine Konzentration von 350 allenfalls mit einer Zivilisation verträglich sind. Wahrscheinlich noch weniger. Also, und damals waren vielleicht 2 Milliarden Menschen da, heute sind es 7 Milliarden. Also es gibt eine Reihe von ökologischen Parametern, die die Situation viel zugespitzter darstellen als in den 30er Jahren. Okay, danke. Ja, gut, noch eine dritte Frage. Meine Frage betrifft direkt Herrn Dr. Helbing und in zweiter Linie natürlich auch alle anderen und hätte wohl besser zum vorherigen Block gepasst. Meine Frage ist, Sie haben gesprochen von der zu starken Vernetzung, von der damit einhergehenden Instabilisierung des weltweiten Wirtschaftskreislaufes, und meine Frage geht dahin, Sie haben betont, die Vieldimensionalität wäre wichtig, dass man eine Vieldimensionalität in unsere Abläufe bringt, nicht nur die wirtschaftlichen. Welchen Sinn machen in diesem Zusammenhang komplementäre Währungen? Also warum soll diese Vieldimensionalität nicht auch im Geldsystem selber angelegt werden, dass man für bestimmte Zwecke, verschiedene Währungen verwendet? Danke. Ja, also ich fasse kurz zusammen, nicht? Also diese Frage nach dem ökologisch motivierten Postulat des Gürtel-Enger-Schnallens, nicht? Man könnte fast glauben, dass Angela Merkel spricht, aber sie reden natürlich mit anderen Motiven. Also wie werden wir uns auf die große Bescheidenheit vorbereiten? Zweitens auch sehr interessant, was kann man in einem Land machen, als Variation zum Lenin-Diktum, Sozialismus in einem Lande, also was ist ist Occupy in einem Lande? Oder ist das überhaupt eine realistische Perspektive oder wie verhalten wir uns da? Dann die ökologische Zuspitzung, also wiederum eine nicht große Depression bis anhin, aber große Rezession, aber unter ganz anderen ökologischen Vorzeichen. Was verändert das? Und dann, wir haben eine übermäßige Vernetzung. Es wurde hier für Mehrdimensionalität, besonders von Helbing, Herrn von Helbing auch plädiert, zum Management dieser Situation, aber kann man nicht auch innerhalb des Geldsystems, so wie wir es kennen, diese Mehrdimensionalität abbilden? Vielleicht fangen wir mal an mit der neuen Bescheidung, die uns die Ökologie aufzwingen muss. Das geht ja auch zusammen mit der Frage nach der Krise unter eben diesen verschärften ökologischen Bedingungen. Vielleicht Herr von Cranach, Sie haben das aufgegriffen. Wenn ich zurückdenke, wann in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leute am zufriedensten waren? Dann war das nach den 50er Jahren, als die ersten Schwierigkeiten des Krieges vorbei waren und die Leute hatten das Gefühl, es geht aufwärts. Das Niveau, auf dem man sich befindet, ist weniger wichtig als das Gefühl, dass es aufwärts geht oder wenigstens nicht abwärts. Und das ist das Problem, dem wir gegenüberstehen. Werden die Menschen das Gefühl haben, dass, weil in materieller Hinsicht Einschränkungen zwangsläufig passieren werden, dass es nun mit ihnen abwärts geht? Werden die Leute das Gefühl haben, dass, wenn sie nicht jedes zweite Jahr in die Ferien fliegen können oder eben ein Jugendlicher ein Timeout in Südamerika oder Südostasien verbringen können. Und. Werden Sie dann das Gefühl haben, dass Ihr Leben ärmer ist? Das ist eigentlich ein Problem, ein geistiges Problem, es ist ein Problem der Einstellung. Es ist ein Problem der kulturellen Entwicklung, nämlich, dass man den Leuten Wertvorstellungen vermitteln kann, die es erlauben, auch auf bescheidenerem Niveau so etwas wie Selbstverwirklichung und so weiter zu erleben. Dass die Selbstverwirklichung nicht, so wie das im Augenblick passiert, zu einem sehr, sehr großen Teil über teure, mit materiellen Ausgaben und ökologischen Problemen verbundene Errungenschaften passiert. Und das ist ja unser Problem. Fast alles, was den Leuten das Gefühl gibt, dass sie wer sind und dass es ihnen gut geht und so weiter, das ist teuer und ökologisch schlecht. Ne? Da muss sich irgendetwas ändern, das ist ein kulturelles Problem. Kann ich was dazu sagen? Ja. Also wenn der Wille der Mehrheit der Bevölkerung sich zur Abwechslung oder vielleicht erstmalig wirklich durchsetzen könnte, dann hätten wir auch mit der Knappheit in dem Bereich keine Probleme. Dann könnten wir das, was heute aus Erdöl produziert wird, aus anderen, und zwar insbesondere aus biologischen Stoffen herstellen, die dann auch wieder abbaubar sind, aus Hanf, aus Mais, aus allen möglichen Dingen. Und dann könnten wir auch die Flugzeuge mit anderen Treibstoffen betreiben oder nach ganz anderen Technologien fliegen, wo hinten nicht unbedingt Dreck rauskommt. Also das ist ja alles machbar, es geht nur nicht in einer kommerziellen Umgebung, wo man mit der bestehenden Technologie, die mit abgeschriebenen, alten, ausrangierten Dingen hantiert, wie die Kernkraftwerke, ja, auf einem finanziellen Markt konkurrieren muss. Nirgendwo wird Energie so billig erzeugt wie aus abgeschriebenen Kraftwerken. Ja? Nirgendwo fliegt man so effizient wie mit abgeschriebenen Flugzeugen. Ja? Und das ist unser Problem, das ist bitte die finanzielle Welt, das ist die finanzielle Bewertung. Das ist nicht die Knappheit der wirklichen Ressourcen. Die Ressourcen haben wir genug, wir haben sogar mehr, als wir brauchen könnten. Schaut euch einmal die Automobilindustrie an. Ja? Die Dinge stehen herum und sie werden nicht gekauft, weil die Kaufkraft fehlt. Das ist unser Problem. Natürlich haben wir auch ein ökologisches Problem. Aber warum haben wir denn das? Weil die Unternehmen sich im finanziellen Wettbewerb es einfach nicht leisten können, ökologisch zu produzieren, weil das einfach in der heutigen Sicht teurer ist. Wenn wir dieses Problem lösen, indem wir uns einfach von dieser Art der Denkweise befreien, indem wir die Konkurrenz abschaffen und Unternehmen, die in Konkurs gehen, und da schauen wir ganz genau hin, ob sie wirklich in Konkurs sind, sofort verstaatlichen, ja? Und die Mitarbeiter arbeiten einfach weiter, die merken das nicht einmal. Nur das erste Mal sind sie nicht mehr von Kündigungen bedroht, nicht? Das ist ja schön in Wirklichkeit. Und sie können auch nachdenken und sich endlich leisten zu forschen. Ja? Also lauter gute Dinge. Unternehmen, der Realwirtschaft, die heute, zum Beispiel, weil die Banken ihnen keinen Kredit mehr geben, ja? In Konkurs gehen, ja, die werden sofort den Kredit vom Staat kriegen und machen mit Freude weiter. Hm? Da möchte ich doch kurz zum zweiten Teil widersprechen. Wir müssen die Ordnungspolitik richtigstellen, oder? Sie haben natürlich recht mit der Beschreibung, es darf aber nicht sein, dass ein Industrieller, der seine alte, längst amortisierte Dreckschleuder weiterlaufen lässt gegenüber dem verantwortungsbewussten Unternehmer, der umweltschonende, aber teurere Technologie einsetzt, einen Kostenvorteil hat. Es muss natürlich umgekehrt sein. Derjenige, der verantwortlich mit der Umwelt umgeht, soll vom Markt belohnt werden. Das ist ja nicht ein Gott, der eigenwillig handelt. Der Markt weiß nicht, wofür er Anreize schaffen soll, die müssen wir ihm politisch vorgeben. Das ist eine ordnungspolitische Aufgabe, da müssen wir weder den Wettbewerb noch das Geld abschaffen. Ein Gedanke noch, der vielleicht etwas optimistischer macht. Wir haben ja heute noch eine spätpubertierend primitive Volkswirtschaft. Wir sind wie kleine Kinder, die sich freuen, wenn sie mehr konsumieren dürfen, und da machen wir die Spielzeuge schnellstmöglich kaputt und wollen neue. Aber wenn wir diesen Konsum mal erfahren haben, dann wissen wir, dass er End-Bindestrich täuscht, dass er nicht das bringt für unser Lebensgefühl, für unsere Erfüllung, was er verspricht. Der Konsum täuscht eben. Und das ist quasi ein typisches Syndrom in einer pubertierenden Volkswirtschaft. Eben reife Volkswirtschaften werden lernen, dass Lebensqualität mehr ist als Konsumsteigerung. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die nächste Generation, die jetzt schon aufwächst und ganz selbstverständlich alles zur Verfügung hat, was die letzte Generation noch, ja, tolles Sparerlebnis hatte, sich einen Farbfernseher anschaffen oder sowas. Das ist doch alles banal und trivial, darüber spricht man doch gar nicht mehr. Also ich denke, dass man tatsächlich ein viel stärker ökologisches Denken braucht in der Wirtschaft. Man hat ja oft irgendwie Wirtschaft und Ökologie als Gegensätze verstanden, aber im Grunde genommen sollte man das Wirtschaftssystem selber auch als ökologisches System verstehen, in dem eben verschiedene Sektoren miteinander zusammenwirken müssen, damit das Ganze funktionieren kann, insbesondere eben auch zusammenwirkt mit der Umwelt, mit der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Beispiel für ein dynamisches, vernetztes, komplexes System. Die Ökologie, wie wir es meiner Meinung nach in ähnlicher Weise auch in der Wirtschaft finden. Das heißt, ökologisches Denken kann da, glaube ich, sehr weiterhelfen. Nun, was machen wir, wenn jetzt letzten Endes der materielle Wohlstand vielleicht nicht immer nach oben gehen kann? Ich meine, das Problem ist, wenn man diese eindimensionale Werteskala hat, dann gibt es nur im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, auf oder ab. Ja? Und wenn man ein mehrdimensionales System hat, dann kann man in viele Richtungen sich entwickeln. Und so gab es eben auch von Nicolas Sarkozy, dem französischen Präsidenten, eingesetzt eine Kommission, die sich damit beschäftigt hat, ob man nicht bessere Kompasse für die Politik finden kann als das Bruttosozialprodukt pro Kopf. was im Grunde genommen die Leitlinie der Politik für lange Zeit war. Und man ist zu dem Ergebnis gekommen, im Grunde genommen braucht man bessere Indizes, bessere Kompasse, die eben auch andere Dimensionen mit berücksichtigen, wie zum Beispiel der Zustand der Umwelt oder die Gesundheit oder die Zufriedenheit. Und das ist eine ziemlich spannende Sache, denn die Zufriedenheit, die hängt eben nicht nur von materiellem Wohlstand ab, sondern letzten Endes sehr stark von den Gestaltungsspielräumen, die wir haben. Wir wissen ja, the best things in life are free. Und da kann man sich natürlich auch viel stärker drauf konzentrieren. Es ist ein soziales Wohlbefinden und so weiter und so fort, das man entwickeln kann. Und das kann man viel stärker natürlich in den Fokus der Politik rücken. Und ja, komplementäre Währungssysteme stimmen überein. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Vielleicht ist unser Geld zu konvertibel. Das macht es natürlich für jeden interessant. Jeder möchte es haben. Und vielleicht muss man da ein bisschen auch Sand ins Getriebe streuen, damit es besser funktioniert. Reibung ist gut, jedenfalls in der Physik, in unserem physikalischen System, wenn es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Und das kann man sicherlich technisch umsetzen, indem man Konversionsfaktoren einführt, und im Grunde genommen versucht man sich ja auch heutzutage schon zu behelfen, in denen zum Beispiel in der Forschung Forschungsgelder immer mit Verwendungsrichtlinien einhergehen. Das heißt, das kann man gar nicht beliebig verwenden. Man sieht also, dieses voll konvertible Geldsystem, das funktioniert ohnehin nicht, deswegen hat man schon Ersatzlösungen dafür. Okay. Ja, das war kein Schlusswort, ein Plädoyer für Reibung. Ich denke, das ist trotzdem ein guter Kommentar zu dem Abend. Es ist nun so, wir haben schon sehr überzogen. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Veranstaltung nicht, sondern es wird im Foyer ein Aperitif geben. Alle Diskutanten werden auch noch ein Gläschen trinken, und wir können also die Diskussion draußen dann bis zum Zusammenbruch noch fortsetzen. Vielen Dank. Wir möchten den Referenten und allen Teilnehmenden sehr herzlich danken. Wir hoffen, wir gehen jetzt mit neuen oder altmodischen Ideen, die sich als immer noch wichtig herausgestellt haben, hier raus. Noch ein Punkt, die ganze Veranstaltung gibt es auch als Podcast auf der Seite von Occupy Zürich. Der zweite Punkt ist, wir haben an beiden Eingängen oder Ausgängen eine Kollekte. Wir sind dankbar für jeden Beitrag. Wir werden das Geld für weitere solche Projekte verwenden. Und das dritte ist der Apero. Dankeschön. Vielen Dank.